Bin ich wieder. Hip hip, hurra. Ja, hallo, willkommen. Ich spiele heute Grim Dawn. Immer noch. Macht immer noch Spaß. Also mache ich noch, immer noch weiter. Wo waren wir letztes Mal? Wir sind in Homestead angekommen. Sind hier den gesamten Weg von. Ui. Und ganz hier hinten vom Schmugglerpass durchgereist. Einmal hier durch eine Höhle mit irgendwelchen Trollen drin. Dann durch eine. Diese Totenschlucht hier, wo die Trolle gegen die Ätherischen kämpfen und dann hier so durch das ganze Feldgebiet bis zu Homestead hoch. Und haben da auch hier schon ein bisschen die Felder freigemacht. Wir haben jetzt zwei verschiedene Aufträge bekommen. Einmal von den Leuten von Homestead, nämlich die Dermapteraner zu vertreiben, was irgend so eine Insektenschwarmplage ist, die hier das Land heimsucht. Und von der Black Legion haben wir den Auftrag bekommen, die ätherische Amalgamation, das ätherische Amalgam hätte ich jetzt eher gesagt, aber gut, was weiß ich schon, das auf jeden Fall mal zu erforschen und womöglich zu vernichten. Und das ist beides hier Richtung in diesen Feldgebieten. Hier haben wir letztes Mal eine ganze Menge schon erforscht, geht aber noch ein Stück weiter. Und das machen wir jetzt auch gerade so mal weiter. Buffs aktivieren und mal schauen, ob ein Level übrig liegt. Nee, okay. Dann geht's direkt los hier aufs Ackerland. So, ziemlich sicher, dass heute endlich mal unsere zweite Klasse dran ist, aber das bisschen haben wir noch vor uns. Ich gehe den Weg jetzt hier mal relativ zügig. Ich glaube, ich letztes Mal auch schon relativ viel drüber geredet, aber ich finde es sehr schön, wie man hier sehen kann auf den Feldern, dass die ganzen Trolle und so weiter und diese komischen Dornentiere und so, dass die auch alle von den Ätherischen besessen sind, dass das wirklich denen egal ist, was sie da besitzen. Hauptsache irgendwas Lebendiges und vielleicht sogar was nicht Lebendiges, wie diese Vogelscheuchen hier. Also ich meine einfach, ich bin ein sehr großer Fan davon, dass die so dadurch so variabel werden, dass hier quasi fast jede Gegnerart zu ätherischen werden kann. Und die kämpfen hier gegen die Dermapteraner. Und denen bin ich jetzt nicht so sicher, ob die besessen werden können von den ätherischen. Das kann ich mich jetzt gerade gar nicht erinnern, ob es da auch welche gibt. Werden wir schon noch sehen. Kann sein, dass Insektoiden einfach immun sind in dem Sinne. Oder dass Dermapteraner, weil sie so eine Schwarmintelligenz sind, da nicht so richtig funktionieren für die. Naja, so. Das erste Totem des Abends. Eieiei. Ich habe echt wenig Ätherresistenz. Ist ein Beschwörer irgendwo, glaube ich. Hier kommen so viele Zombies. Der hier, ja. Achso, ging doch alles nochmal gut. Knapp, aber hier. So, direkt schon wieder die Taschen voll mit irgendwelchem Blut. Ich glaube, nichts dabei, was wir wirklich gebrauchen können. Nee, anscheinend wirklich nicht so richtig. Naja.
Dann bleibt's mal dabei und wir gehen weiter und suchen jetzt mal das Nest von den Dermopteranern. Die haben ja irgendwo ein Nest hier, im wahrsten Sinne. Einfach ein Loch quasi im Feld. Das Blöde ist, ich weiß, wir haben es das letzte Mal schon gefunden, aber das ist immer so ein bisschen zufällig, wo das ist. Also das kann an verschiedenen Stellen sein. Das heißt, es nützt gar nichts, dass wir es schon gefunden haben. Dadurch, dass ich einmal hier quasi Spiel ausgemacht habe, wieder angemacht habe, ist das natürlich jetzt wieder irgendwo ganz anders. Macht aber nichts. Gegen die Dermopteraner kämpfe ich auch ganz gern. Ich finde die einfach süß, das ist so. Das Schöne ist, hier sieht man das auch gut, weil ich das ganze Gebiet ja schon mal erkundet hatte. Wenn man das Spiel einmal neu startet, ist ja quasi alles resettet. Die Karte, die man aufgedeckt hat, ist trotzdem komplett sichtbar, aber ausgegraut. Wie so ein Nebel des Krieges quasi. Und überall, wo man war, ist dann Farbe auf der Karte. Das heißt, man kann halt sehr genau sehen, wo man jetzt überall schon langgelaufen ist während dieser Spielsession. Das finde ich eigentlich echt praktisch, weil gerade bei so Sachen, so Momenten wie jetzt, wo man weiß, man sucht eigentlich einen Ort, der mehr oder weniger zufällig gesetzt ist, ist ja schön, wenn man weiß, wo man eigentlich schon war, damit man sieht, dass man nicht alles irgendwie dreimal ablaufen muss oder sich gar merken muss, was man gemacht hat, um Gottes Willen. Was schießt denn hier auf mich? Ah, hier unten. So, hier oben ist jetzt noch so ein kleiner Bergpfad, der ist gerade für uns, glaube ich, noch gar nicht relevant. Aber hey, hier leben Grobbles, die nicht von den Ätherischen übernommen wurden bisher. Und diese Blutdorn-Bestien. Aber das ist hier. Wie gesagt, nur so ein kleiner Seitenarm ist erstmal gar nicht wichtig. Wird später für eine kleine Sache noch interessanter, aber ist auch nicht so dramatisch. Was ist denn los? Ist auch so eine schöne Sache, man kann ja auch mit Attacken verfehlen. Meistens ist es irgendeine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass man das kann. Also entweder haben Gegner irgendeine besondere Verteidigungsfähigkeit, dass sie öfter mal verfehlt werden. Oder man hat einen Debuff drauf, dass man öfter mal was verfehlt. Also es ist nichts, was einfach so passiert, soweit ich weiß. Und es ist dann immer so ein bisschen irritierend, wenn man den Gegner schlägt und keinen Schaden macht. Und dann steht da statt der Schadenszahl eben nur so ganz klein verfehlt. Und man guckt ja eigentlich eh nicht so viel auf die Zahlen, aber naja. Das ist mir bei diesem Insektenschwarm hier gerade aufgefallen, dass die da offensichtlich irgendwas können. Ich glaube, über diese Würmer habe ich mich letztes Mal schon ausgelassen. Ich mag die total als Gegner, aber ich finde es ein bisschen schade, dass die bei den Dermopteranen einfach reingeworfen sind. Ah, hier ist das Nest und hier liegen ein paar Schweine. Das kommt mir sehr so vor, als wäre das halt einfach eine Designentscheidung von alles, was irgendwie insektoid ist, das passt da ja schon irgendwie dazu. Dann kommen die da halt auch mit rein und das ergibt für mich relativ wenig Sinn, weil es gibt ja eigentlich nicht wirklich Insektenschwärme, wo komplett verschiedene Arten von Insekten da zusammen sind. Also selbst Ameisen, wo es manchmal Schwärme gibt, wo einzelne Ameisen wirklich verschieden aussehen, sind sich immer noch sehr viel ähnlicher als ja, ein Wurm, ein ja, achtbeiniges Vieh wie das hier, so ein Ohrenkneifer und Wespen. Das sind ja alles sehr verschiedene Tiere. Aber gut. Das sind ja nicht hier irgendwelche biologischen Lektionen und am Ende sind es ja Fantasy-Insekten und nichts Echtes. So, wir sind in der Höhle hier, die nennt sich Königlicher Schwarm. Und das sieht man, hat man gerade auch schon gesehen, da geht es nochmal ein bisschen weiter runter in verschiedene andere kleine Höhlen. Diese Königliche Schwarm-Dungeon hier ist gar nicht mal so groß, aber hat sehr viele Nebenarme, in die man auch rein kann, die
die man nicht rein muss. Also wenn man einfach wirklich nur die Hauptstory macht, dann ist es ein relativ stringentes einfach Durchrennen zu der Königin halt. Also man muss zwei Zwischenbosse machen, aber naja. Aber hier gibt es echt viel zu entdecken nebenher. Okay, hier bin ich aber hergekommen. Den Ausgang müssen wir nicht nochmal entdecken. Aber ich finde diese Höhle so ein bisschen... Ah, hier ist der eine Großvisier. Wir müssen zwei Großvisiere finden. Ach, der macht Säure auf dem Boden. So, genau. Wir müssen nämlich zwei Großvisiere finden, weil nur die Großvisiere Zugang zur Kammer der Schwarmkönigin haben. Und deswegen suchen wir deren Pheromondrüsen. Ich weiß nicht genau, warum wir beide brauchen. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich würde denken, eine reicht, aber wer weiß. So. Ja, also dieser Dungeon ist so ein bisschen, finde ich, Paradebeispiel für, was bei Grim Dawn halt so cool ist, dass man echt viel entdecken kann. Also gerade für so ein Action-RPG wie dieses ist es ja dann schon ein bisschen seltener, dass man so eine richtig ausgebaute Karte mit allem drum und dran hat, die nicht nur in minimalsten Anteilen irgendwas daran zufällig ist. Und hier gibt es viel so, ja, so fast Dark Souls-artig schon vom Gefühl her, dass man irgendwie einen versteckten Pfad in einem Seitenarm findet, der dann zu noch einem versteckten Pfad führt, wo dann wiederum noch ein extra Dungeon drin ist. So. Wir werden gleich sehen, was ich damit meine, aber das hat schon was sehr Spezifisches. Das sieht man ja nicht in vielen Spielen, weil die meisten Spiele wollen ja eher, dass man alles entdeckt, was es gibt. Und das Spiel ist halt auch wieder sehr schön so... Ja, ist mir doch egal, ob du alles findest. Das ist dein Problem, wenn du was verpasst. Und das finde ich gut, das finde ich fair. Ich meine, ein Spiel, wo Erkunden tatsächlich zum Game Loop gehört, sollte dann auch wirklich sich Mühe machen, dass das Erkunden auch irgendeinen Wert hat. Nichtsdestotrotz. So, kleiner Miniboss, der. Oh, das ist ein ätherisch besessener irgendwas. Also er ist nicht ätherisch besessen, aber er benutzt das Ether-Element. Das muss man auch immer sich vor Augen halten. Ether-Element heißt nicht unbedingt gleich, dass es mit den Ätherischen selbst zu tun hat. Der Ether ist halt schon einfach auch so ein bisschen... ja, so, vielleicht sowas wie eine andere Dimension, sage ich jetzt mal, wo diese Energie halt herkommt. Also wo die Ätherischen anscheinend einfach drin leben. Das heißt, nicht alles, was ätherische Energie ist, hat zwingend mit denen als Volk zu tun. Die Magier, also nicht Magier, die heißen irgendwie... Och, Beschwörer oder so. Ich kann einfach mal in der Klassen gucken. Arkanisten benutzen nämlich auch sehr viel ätherische Energie bei ihren Zaubern. Scheint nicht wirklich was zu sein, was diesem Volk vorbehalten ist. Aber das ist eigentlich mal ein guter Moment. Ich guck mal kurz bei dem Okkultisten rein. Was sage ich als Okkultist? Arkanist. Ich glaube nämlich hier genau Albrechts Ätherstrahl. Eine mächtige arkane Technik, die vom geheimnisvollen Meister Albrecht in den Jahren vor dem Grim Dawn perfektioniert wurde. Sie bündelt die rohe arkane Energie in einen konzentrierten Strahl der Zerstörung, der alle Feinde durchdringt. Das ist einfach ein Zauber von irgendeinem Kerl. Und der benutzt halt arkane Energie. Den Äther, ätherische Energie. Der hat hier diesen Ätherstrahl. Und das finde ich halt auch sehr cool, dass diese ganzen Elemente, die sind nicht zwingend irgendwie an die Fraktion oder so gebunden. Klar, die Ätherischen benutzen natürlich viel, was Ether-Energie ist, daraus sind sie ja auch. Haben wir letztes Mal sogar gesehen, wie die aussehen, wenn sie mal nicht in so einem Körper drin sind, einfach wie so eine grün blitzende Wolke. Aber andere können das halt auch benutzen und deswegen sieht man hier öfter mal, dass Gegner rumlaufen, die so ätherische Energie benutzen können, obwohl sie nicht wirklich zu der Fraktion gehören, weil der lief ja jetzt ja einfach bei den Dermapteranern rum. Es kann natürlich auch sein, dass es so die ersten Anläufe von den Ätherischen sind, die zu übernehmen. Die übernehmen ja, haben wir bei Menschen gemerkt, gerne immer so ein paar relevante Leute und fangen dann an, die ganze Struktur zu übernehmen. Vielleicht versuchen sie es bei denen hier genauso gerade. Das kann natürlich gut sein. So. So, ich schaue hier mal bei allem, was irgendwie die Resistenzen und so weiter vom Gegner verringert. Das ist immer ganz praktisch.
Ich weiß jetzt auch schon, dass wenn ich dann anfange, hier auch den Nekromanten als zweite Klasse drauf zu packen, werde ich vielleicht eh nochmal ein bisschen was umskillen und so. Da werde ich nochmal genauer gucken, wie sich da lohnt zu skillen. Aber ist ja jetzt fürs Leveln gar nicht so relevant. Was halt auch sehr viel gerne gemacht wird, ist, weil der Soldat levelt sich halt wirklich, wirklich gut, wenn man da eine Kombi-Klasse macht. Einfach ihn komplett als Soldat auf Level 100 spielen und dann die zweite Klasse erst überhaupt richtig draufpacken. Aber so ein paar passive Fähigkeiten kann man ja immer mal holen. So. Das schadet ja nichts. Es ist nur oft halt dann so, dass man, wenn man mit einer anderen Klasse kombiniert, man ja auch die Fähigkeiten, die Hauptfähigkeiten, die man benutzt, wechseln will. Das werden wir beim Nekromant auch machen wollen. Eigentlich relativ simpel. Wir benutzen ja gerade unsere schöne Kraftwelle. Und wir werden für einen Nekromant dann auf die Schlagfrequenz umwechseln, auf die Cadence. Weil die kann man tatsächlich, also die macht einfach Haupthandschaden und ist einfach eine echte Attacke. Und die kann man auf andere Elemente quasi leicht umswitchen. Da gibt es einfach Möglichkeiten. Hier zum Beispiel, hier kann man einfach den physischen Schaden von der Cadence in Elementarschaden umwerden und sowas. Und das ist sehr gut damit dann, wenn man irgendeine Elementarklasse spielt, diese Cadence zu benutzen und nicht die Kraftwelle, die einfach halt nur, ja, die bleibt halt eben die Kraftwelle. Die kann man, glaube ich, im Element nicht wechseln oder zumindest nicht so einfach. Und wenn ich irgendeine Klasse habe, die irgendein Element unterstützt, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ich eine Fähigkeit benutze, die dieses Element auch irgendwie anwenden kann. Ich habe aber jetzt, außer dass ich weiß, dass es eine sehr gute Kombi ist, über den Todesritter jetzt noch gar nicht so viel nicht schlau gemacht. So. Ich weiß nur, ja, das ist halt Soldat und Nekromant vermischt. Und das war's. So, hier ist so eine kleine versteckte Außenzelle. Die ist auch mal wieder nicht auf der Karte. Das ist schön. Und hier ist nur eine Leiche drin. Das passiert auch oft, dass man irgendwo einen kleinen extra Ort findet und dann ist nur eine Leiche drin, die halt dann auch einfach irgendwie guten Loot hat, aber gar nicht sehr viel Spektakuläreres dabei. Eieiei. So, hier mal noch ein bisschen Platz zu machen, damit das alles möglichst effizient ist. Nicht zu schnell wieder verkaufen gehen muss. So, und hier ist eine zweite kleine Höhle. Ah, hier sieht man auch schon. Großvezier Enixil, den brauchen wir doch, glaube ich, auch, oder? Ja. Ich glaube, wir müssen ein bisschen zurück, dann müssen die alle in diesen Tunnel rein, praktisch. Oh, da ist noch ein anderer Harpalax, der Sonnenverschlinger. Ist auch ein geiler Name. So, jetzt haben wir auch seine. Und Kampffußpolster, das klingt ja auch nicht schlecht. Können wir damit was anfangen? Ja, Blitz und aus heiterem Himmel. Blitz ist doch unser Sturmangriff, ja. Die sehen eigentlich nicht schlecht aus. Die, glaube ich, die nehmen wir. Aber Warcry, was wir jetzt im Moment da drauf haben, ist ja auch so War. Ja, sure, warum nicht? Haben wir irgendwas dabei, um es auf die Füße zu packen, was sich gerade lohnt? Ja, nicht so richtig. Vergeltungsschaden, naja. Es ist ganz cool für auf dem Gürtel, aber ich gucke, wenn ich eh gleich in die Stadt muss, mal, ob ich irgendwas habe, was nochmal gegen Ether-Resistenz oder so ist. Wobei es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so lang relevant bleibt. Ich glaube, nach dem mehr oder weniger Kapitel in der Hauptquest werden wir, glaube ich, auch eine ganz andere Schadensart bei den Gegnern schnell umsteigen. Naja. Ja, schauen wir mal. Ich will wenigstens, wenn dann die Rune, die irgendwie die Laufgeschwindigkeit erhöht. Ich glaube, da sind wir gerade nicht so hoch. Haben wir 131, na gut, ist doch ganz okay. 135 ist Maximum, also sind wir eigentlich fast dran. So, hier unten ist jetzt gar nicht so viel so Besonderes bisher. Wahrscheinlich noch ein kleiner Boss irgendwo. Oder ich habe, ohne es zu merken, schon einen umgehauen. Das passiert mir auch öfter mal. Dass so im Eifer des Gefechts alles direkt kaputt gemacht wird.
Genau wie Türen und sowas. Muss ja immer alles erstmal umhauen und dann schauen, was rausgeflogen kommt. Nee, es war schon, aber jetzt ist hier eben genau dieser Effekt. Oh. Von dem ich vorhin erzählt habe. Hier ist nämlich jetzt irgendwo auch noch eine kleine Wand versteckt. Hier kann man auch schon sehen, hier geht es noch weiter runter. Aber es ist halt versteckt außerhalb der Karte. Weil laut Karte haben wir alles aufgedeckt. So, ich kann ein bisschen Loot freischalten und sowas. Und hier ist einfach noch eine geheime Extrahöhle drunter. Wenn man da reingeht, ist man plötzlich wieder in einer ganz anderen Art von Höhle. Also gar nichts, was jetzt wirklich von den Dermapteranen gebaut ist. Sehr viel eher irgendwas, was heimlich hier einen kleinen Gang in deren Höhle reingebaut hat. Oder die haben es aus Versehen aufgegraben. Und hier sind einfach Trocks. Die haben ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Das sind einfach irgendwelche unterirdischen Viecher, die hier leben. Das finde ich halt auch ziemlich cool, dass hier plötzlich geheim einfach so eine ganz andere Art von Höhle ist. Was auch so ein bisschen dann Story halt auch wieder zeigt von, ja, die Dermopteraner haben es einfach wieder zugemauert anscheinend. Die haben es auf einen Tunnel gegraben und gemerkt, oh, hier ist ein Gang runter zu dieser Trockhöhle. Das gefällt uns ja gar nicht. Einfach wieder zugemacht. Ja, diese Würmer nerven immer so ein bisschen. Weil ich nicht durch die Säure laufen will. Ich habe Angst vor. Und schön, hier ist extra auch ein Schrein noch. Also wirklich ein extrem... Ah, der ist gepackt. Ein extrem versteckter Schrein hier einfach drunter, der... den man einfach verpassen kann. Das finde ich... einfach genial. Ja gut. Ich starte mal... Müssen wir ein paar... Da besiegen wir mal. Ja, nicht immer, aber diesmal halt. Das war's schon. Ich dachte, es wäre es, aber hier waren noch so ein paar extra Ads. Immer schon wieder Devotionspunkt. Wo waren wir gerade? Ich glaube, wir wollten beim Dolch, genau. So, ein Punkt noch. Dann haben wir das Zeichen. Die sehen ja auch gar nicht schlecht aus. Und was haben wir hier? Ach, ich glaube, ich muss nicht gleich in die Stadt. Das sieht danach sehr viel gut aus. So, was sagen die denn hier? Ja, sehen ganz gut aus. Hey, Ether-Widerstand. Das kommt uns ja ganz gelegen. Wow. 14% Ether-Widerstand. Das ist ja echt nichts. Und das ist alles komplett von diesen Handschuhen jetzt hier. Och, du heilige Scheiße. So, ja, ich gehe mal in die Stadt. Und schau nochmal. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe letztes Mal schon irgendwie geschaut. Von wegen so, oh, kann ich irgendwie Ether-Widerstand irgendwo draufpacken? Und dann habe ich nichts gefunden. Nee, ich glaube, es war Vitalität. Ja, ist auch egal. So, erstmal Kram verkaufen gehen. Da gucken wir weiter. So, ich schaue erstmal hier in der Truhe, in der Gemeinschaftskultur natürlich. Ha. Echt nichts, was hier einfach den Ether-Widerstand erhöht. Schade. Dann gucke ich mal beim Handwerker. Nee, das ist. Ah, das ist der Schmied, ja. So. Das ist ganz gut, aber das geht nur auf Waffen und Schilde. Und da haben wir gerade was drauf. Kopfrüstung haben wir auch was drauf. Das können wir eh nicht tragen. Auch Waffenschilde nicht tragen. Hey, Amulette und Medaillen. Haben wir hier auf unserer Medaille noch nichts drauf. Und hier auf unserer... Oh, wir haben ja gar nicht genug Geist dafür. Ha, witzig. Das heißt, wir kriegen die Boni von unserem Amulett gerade gar nicht, weil ich nicht genug Geist habe, weil ich irgendein Item jetzt gewechselt habe. Aber diese Ätherseele, die scheint ja echt ganz gut dafür zu sein. Da könnte ich hier mal zwei draufpacken, da müsste ich irgendwie noch an Geistmann kommen. Dafür brauche ich aber Zaunsteine und die kann ich bestimmt auch bauen. Genau, ach, das sind richtig viele sogar.
Also eine Ätherseele ist. Kommt jetzt gerade richtig, richtig. So, wie komme ich denn jetzt an? An so ein bisschen Geist ran. Nur fast muss ich hier nochmal umskillen. Das dauert ja auch nicht lang, aber ich würde es natürlich auch gern versuchen zu vermeiden. So. Gucken wir mal hier, was kann man bei den Stiefeln draufpacken? Kann ich das tragen? Ja. Ja, das sieht doch echt gut aus. Das baue ich mir gerade. Obwohl, ich will jetzt gar nicht zu viel irgendwelchen Kram zusammenbauen. Für diese Levelrüstung will ich nicht übertreiben. Ich kann einfach gucken, was wir so haben. Haufenweise Kram, der einfach nur Rüstung gibt. Fell. Geldwiderstand. Nutzlosester Kram. Hier gibt es doch diese Runen, genau die hier. Ja, hab den mal drauf. Gott, ist da viel Kram dabei, der mir so richtig. Richtig nutzlos vorkommt. 15 Geist, ja, das kommt mir doch ganz entgegen. Jetzt wirkt der auch schon wieder. Perfekt. Ach, so schnell kann man sich so eine Skin so machen. Jetzt haben wir schon 46 Ether Widerstand. Das ist ja mega. Ich habe bestimmt hier auch irgendwo Tränke, die auch irgendwie hier einen Ether Widerstand erhöhen, wenn ich mal welche brauchen sollte. Da habe ich hier sogar welche. Ich will jetzt nicht alle mitlegen, wer weiß. Ein paar zurück in die Bank, aber welche dabei zu haben ist immer okay, ist 25% mehr, falls wir demnächst gegen was kämpfen müssen, was sehr viel Ätherschaden macht, zum Beispiel eine ätherische Amalgamation. Das klingt doch schon sehr so, als würde das Ätherschaden. Ja, schon ein, zwei Mal fast in die Nesseln gesetzt damit, dass das Ding am Ende doch ein bisschen mehr Schaden macht, als ich dachte. Oh, jetzt habe ich das in der Ordner gekriegt. Naja, das ist auch schön. War jetzt nicht meine Absicht, aber das kann ich auch machen. So, zurück in die Höhle. Ist hier aber wieder Spindler? Das Horn immer so spät ist. Au. Oh, und hier haben wir jetzt einen Boss. Nämlich. Ah, das kann man hier nicht sehen. Ah. Gollus, der Tiefenbewohner. Der sieht doch aus wie Gollum. Finde ich sehr witzig, weil ich habe hier schon das Gefühl gehabt, so dieses, oh, die haben jetzt zu tief gegraben oder irgendwelche anderen Monster, ist hier so ein bisschen das Thema. Und dann hat man ein Herr der Ringe-Anspielung. Schön. Oh, 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 und der tötet mich. Doch, macht der viel Schaden. Ich glaube, ich sterbe. Ich glaube, der macht extrem viel Giftschaden. Was haben wir denn da? Ach, auch wieder mal null. Ja. Wieso habe ich nie für irgendwas Widerstand? So. Bisschen drauf. Ich gehe jetzt nicht nochmal alles ändern in der Ausrüstung. Den mache ich jetzt. So. Schön dadurch, dass er sich teleportiert hat, nicht mehr gemerkt, dass er wieder zurückgelaufen ist. So. Da sieht man direkt, was so ein bisschen Widerstand schon ausmachen kann. Weil dieser einen Trank gibt der jetzt echt nicht viel. Der gibt ja auch nur was, 25, 30. Und schon hat ist der Schaden vor dem komplett tragbar gewesen. Also. Es lohnt sich, den Widerstand zu erhöhen. Hellgrog, der blinde Berserker, der ist ein riesiger Ork hier. Der ist aber ein Zufallsboss, also der ist nicht extra hier. Der Gollus, der ist immer da. Den kann man ja auch farmen und so, wenn man das machen wollen würde, aber. Hier dabei. Und damit ist die kleine Höhle hier auch schon geschafft. Hat sich, denke ich, sehr gelohnt. Alleine für den Schrein lohnt sich sehr extrem, weil so ein Devotionspunkt ist ja schon echt viel wert. Aber es ist einfach, wie gesagt, ich finde es extrem witzig, dass das hier so total versteckt irgendwo einfach mittendrin in so einer Höhle in einem extra kleinen komplett so ein Nebengeschoss, wo man gar nicht hin muss, einfach drin ist. Die Hauptquest führt einen hier nicht wirklich rein. So, kümmern wir uns mal wieder um
das, wofür wir eigentlich hier sind, nämlich die Königin zu befreien. Was hat das jetzt mit diesen Blitzen hier auf sich? Kannst du denn den neuen Gegenstand gar nicht mitgekriegt? Naja, wenn ich mal Ruhe habe, kann ich mal nachdenken. Ja, da ist es drauf. Blitz, okay. Kann einfach passieren, dass ich, wenn ich einen Gegner attackiere, dass er einen Blitz abkriegt. Das ist natürlich schön. Großer Fan von Blitzen im Spiel. Ich finde es immer sehr gut aus, wenn man das macht. Mag ja auch sehr so ein Vindicator spielen, also so Inquisitor und Schamane gemischt. Mit einer Flinte in der Hand und schießt Leute ab und dann schlägt bei denen einfach ein Blitz ein. Finde ich einfach eine sehr coole Sache. Gefällt mir einfach gut. Stil. Eier hier kaputt machen, sind wir gleich bei der Königin. So, hier ist auch die Tür, Eingang zur Höhle der Königin. Und die geht halt jetzt nur auf, weil wir die beiden Pheromondrüsen haben. Hier sieht man, es sind schon ein paar mehr Eier insgesamt. Wenn ich jetzt weiter runter gehe, kommen wir zu ihr. Das sieht aus wie Loot, aber es ist keiner. Das sind nur Skelette. So, und hier haufenweise Kram drin. Komisch eigentlich, dass nur die Großviziere durch die Tür dürfen, aber trotzdem sind alles voll, aber wahrscheinlich alles frisch gefüllt. Lass mal ein paar von den Gegnern erstmal zu mir kommen. Wollen wir anfangen, uns um die Königin selbst zu kümmern. Das ist jetzt hier kein großes Stockwerk, das ist eigentlich wirklich nur so eine kleine eine Bosshöhle. Aber hier sind natürlich trotzdem haufenweise Viecher, weil die Königin, da ist sie. Ravna. Oh, ich bin gerade ein bisschen ins Gesicht, das gefällt mir gar nicht. Einfach so hinlaufen. Mal gucken, dass man in der Fernkampf alles macht. Blöde ist, die macht hier ihre dumme Säure halt überall auf. Und obwohl ich so einen Anti-Gift-Trank getrunken habe, halte ich nicht sehr viel davon aus. Ja, so, das war's. Aber natürlich, wie sich das gehört für einen gescheiten Boss, hat die eine zweite Phase, reißt sich von ihrem Eiersack los und wird ein ganz normaler Nahkampf der Mordterraner. Ein bisschen mehr Schaden als vorher. Aber dafür keine Säure. Aber jetzt auch so Späße wie ja. Steine fallen vom Himmel, klar. Also nicht vom Himmel, nee. Von der Höhlendecke. Ja. Ui, das war jetzt aber knapp. Ich bin auch fast gestorben. Und das war's. Damit ist sie kaputt. Hey, neuer Zweihandschreitkolben. Der besser ist als unsere. Also eine ganze Ecke, der hat eine Zaubergeschwindigkeit. Mehr Schaden gegen Ätherkorruption und so. Was sagen die, nehmen wir? Hey, der sieht auch echt gut aus. Gefällt mir. Auf geht's. Und da kann ich jetzt auch gleich eine von den... Ich habe auch gerade schon so schöne Sachen gefunden, die man auf seine Waffe packen kann, die einen irgendwie verbessern. Da kann ich auch gleich mal gucken, was da so bei uns Schönes dabei sein könnte. Gibt nämlich oft auch für Waffen so Komponenten, die dann wie eine Aura als Fähigkeit noch draufpacken. Also einen Buff, den man dann noch kriegt, den man aktivieren muss, der halt den Widerstand gegen irgendwas erhöht oder sowas. Und das könnte sich jetzt langsam auch mal lohnen, wenn man anfangen muss, über Widerstände nachzudenken. Aber ja, damit ist die eine von den beiden Hauptquests erledigt. Und extra ein Hinterausgang. Sehr nett. Aber direkt raus. Sonst müssten wir den ganzen Weg zurücklaufen, wäre ja auch blöd. So, bevor ich weitergehe, zurück nach Homestead. Mal gucken, ob ich was auf die Waffe packen kann, was irgendwie hilfreich ist.
Ach ja, und die Quest abgeben. Wir haben die Königin ja jetzt getötet. Das war ja eine Quest hier von dem Douglas Sullivan. So, der Zyklus wurde unterbrochen. Das ist die beste Nachricht seit Wochen. Ich werde mit Captain Sommer über den Aufbau einer richtigen Küche sprechen müssen. Deine stetige Unterstützung sorgt dafür, dass Homestead genug Nahrung für alle produzieren wird. Jetzt haben wir alles bekommen. Eisen. Eine Inventartasche. Das lohnt sich doch direkt gelohnt. So, was mit Devil's Crossing? Ursprünglich sind wir ja eigentlich nur hier, weil wir eine Nahrungsversorgung für Devil's Crossing aufbauen wollten. Du hast viel zur Wiederherstellung unserer Felder beigetragen, aber ich kann nichts entbehren, bis meine Leute mehr Zeit haben, um frisches Getreide anzubauen. Wenn du uns weiterhin hilfst, wird das die Arbeitskräfte entlasten, die sich um die Ernte kümmern müssen. Beseitigst du die Bestien, die der Gegend ihr Unwesen treiben, können wir auch wieder sicher in Frieden arbeiten. Das bedeutet eigentlich einfach nur, ich muss einen gewissen Ruf erreichen, dann helfen die mir. So, hier sind Leute. Die haben sich jetzt hier eingesetzt. Das waren, glaube ich, Leute von, Windborn? Kommen wir. Ich weiß nicht mehr, wer die Windborrows waren. Freue mich, dass wir sie ihn gerettet haben. Ich schätze, die waren bei Ulgrim dabei. Aber wer weiß. Aber irgendwas wurde hier gerade gebaut. Ich glaube, das war dieses Haus hier, ist jetzt ein bisschen ausgebaut. Also man hat, als ich die Quest abgegeben habe, richtig dieses Geräusch gehört von so Hämmern und so. Und das passiert eigentlich immer, wenn man irgendwo ein Haus repariert hat. Ich schätze, dieses Haus hier wird auch noch repariert werden später. Das heißt, ich schätze, ich weiß, aber... So, wollt ihr mal schauen, was können wir hier auf die Waffe draufpacken? Oder haben wir ja einiges. Einiges Schönes, aber es sind alles diese Standardsachen. Und da kann ich jetzt echt mal gucken, ob wir jetzt mal auf die Waffe was draufhauen, was irgendwie ein bisschen mehr Wumms hat. So. Jetzt bin ich jetzt gerade wieder los hier. Wir haben jetzt ja noch eine Inventartasche bekommen. Das ist natürlich auch richtig, richtig gut. So, was wollten wir auf? Kann ich ja schreiben. Zwei an. Nee, oh, wenn man schreiben könnte, wäre das nicht gut. Aber das ist egal, dann schreibe ich einfach mal Waffe und dann hat man auch. Gibt ja quasi von der, wir benutzen ja meistens die beschädigte Klaue, aber davon gibt es ja dann auch noch eine bessere Version, nämlich die abgetrennte Klaue. Aber was wir eigentlich wirklich suchen, ist etwas, was einfach nur physischen Schaden erhöht, denke ich. Oder Widerstand. Das heißt, wenn ich hier sowas suche... Na gut, dann suche ich mich aber blöd. Bisher hat ja alles mit reingenommen, weil man mit allem immer auch ein bisschen physischen Schaden zukriegt, glaube ich. Ja genau, weil sowas wie Blitzschaden, physischer Schaden und Blitzschaden umgewandelt hat auch so ein bisschen... Ein bisschen so ein Ding ist das auch angezeigt. So, ich gucke jetzt nochmal hier. Mist. Kann ich vom Level her alles noch nicht benutzen. Das ist einfach ethischer Schaden. Ja, ich glaube, ich nehme einfach das gereinigte Salz hier. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist so ein bisschen mehr Schaden gegen ätherische. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht mehr so viel gegen ätherische kämpfen. Ich werde bald gegen eher Chaos- und Blutleute kämpfen. Aber das ist ja auch jetzt relativ wurscht. Obwohl, es gibt doch auch nicht. Chaos auch. Ach, egal, wird schon passen. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich eine neue Waffe brauche. Oh nein. Da habe ich eigentlich auch ewig nicht geschaut, was hier so in den Waffen zum Herstellen so dabei ist. Wir haben hier Zweihand-Nahkampfwaffen. 37 neutraler Schnitter. Sagt mir nicht, ob es mehr oder weniger Schaden wäre, den ich dadurch mache. Macht doch sehr viel Blutungsschaden. Ja, ich bin nicht so begeistert. Ich könnte gleich mal einen bauen und gucken, ob er besser ist, aber ich sieht jetzt im Moment nicht so aus. Aber der kostet ja auch nicht viel. Was ist das hier? Gesegneter Wetzstein kann ja nicht so teuer sein.
Ah, der Enthaupter ist quasi so eine bessere Version dann davon. So, und was sagt er? Ja, sehr viel weniger Schaden pro Sekunde. Also einfach direkt kaufen und gut ist, weil jetzt nichts Dramatisches. Ah ja, genau. Und jetzt habe ich ja hier eine weitere Fähigkeit, nämlich den Ätherschutz. Und wenn ich den aktiviere, sind wir einfach bei 66% Ätherwiderstand. Plus 25 von dem Trank. Das sieht doch echt ganz solide aus. So, da können wir uns ja auch mit den Ätherischen jetzt anlegen. Starkter und legt sich mit der Mokterana ran, wie immer. Ah ja, doch. Die ganze Karte hier zieht sich quasi wie so ein U einmal durch. Deswegen sieht man hier auch Gebiete, wo ich einfach nur so extrem weit laufen müsste, um wieder anzukommen. Ah, und hier ist diese grauenhafte Ernte, wie sie genannt wird. Da wurde ja schon gesagt, dass in diesem Gebiet diese Amalgamation rumrennen soll. So, ich hoffe einfach mal, dass der Nekromant, mit dem kenne ich mich jetzt dann auch nicht mehr so gut aus, ganzen Weile mal eingespielt, dass der irgendwelche Fähigkeiten hat, mit denen ich irgendwie mehr Energieregeneration bekomme. Weil im Moment habe ich echt Probleme. Man sieht, wie viel weniger Energie ich einfach schon habe als das Maximum, nur durch diese vier Buffs. 307 von meinen 960 sind reserviert. Das ist echt krass. Was passiert? Na, kann ich das wegmachen? Ja, okay. Ich war nicht sicher, ob das hier wirklich das Maximum anzeigt oder was ich im Moment als Maximum habe. Und das sieht aus, als ist das Maximum. So, Overguard habe ich hier drauf. Das bringt mir nichts. Ja, ich habe aber sehr viel mehr Schaden durch das ganze Ding hier. Und Gegenangriff muss ich auch mal gucken. Habe ich den überhaupt? Ist der hier irgendwo dabei? Ich vergesse immer alles. Wenn man hier drin suchen könnte. Ich glaube nämlich gegen Angriff ist was. Das muss doch hier sein. Ach, ich finde es nicht. Ich bin zu chaotisch für sowas immer. Jedes Mal, wenn ich hier eine Fähigkeit suchen muss, gehe ich einfach wild durch alles durch und gucke mich aber mal systematisch, wo es ist. Kein Wunder, dass ich nie was finde. Hier ist er doch. Ja, den benutze ich doch sogar. Ja, der ist natürlich besser dann. Ja, dann ziehen wir den mal an. Ein bisschen mehr Gegenangriff ist ja auch schon ganz nice. Eine gute Komponente hier. Geht schon wieder los, ne? Ja. Okay, das ist jetzt eher gut für Menschen mit Begleitern. Ja, das sieht auch echt gut aus. So. Vogelscheuche hieß einfach Effigus der Fallene. Und ich glaube, ein Effigy ist doch auch so ein kleines Totem. So eine Art Glücksbringer oder sowas. Ja, ich weiß nicht genau, ein Fetisch nennt man es ja auch. Finde ich sehr witzig, dass der die besessene Vogelscheuche so heißt, aber vielleicht nur mein Humor. Gute ist, wenn man mal so einen Stream hat, wo keiner da ist, dass man einfach die ganzen Pflichten Witze machen kann und keiner kann sich beschweren. Ach genau, hier wollte ich nochmal durch. Letztes Mal habe ich doch verzweifelt gesucht. Ja. Oh je.
Genau, hier ist nämlich diese Notiz. Die habe ich letztes Mal noch verzweifelt gesucht, aber hier liegt sie erst. Mal kurz reinschauen. Die durch Äther versenkte Notiz. Ich weiß, dass du immer etwas vergisst, also habe ich dir diesmal eine Liste geschrieben. Ich meine es ernst, komm ja nicht zurück, bis alles auf dieser Liste erledigt ist. Ein Sack Mehl, Brot, 2 Dutzend Eier, 3 Flaschen rote erulanische Kleid bei der Schneiderin stellen. Unten auf der Liste siehst du einen gekritzelten Zusatz in schlampiger Handschrift. 1 Dutzend Rosen. Ist das wirklich, was ich gesucht habe? Ich glaube nicht. Ziemlich sicher, was ich eigentlich gesucht habe, war... Das ist eigentlich echt süß, die ganze Notiz. War irgendwas, was einen Hinweis gibt, dass hier ein Schatz ist. Aber das muss ich jetzt echt im Nachhinein nochmal gucken, wo das eigentlich sein soll. Weil dadurch dann hier oben eine Sprengstelle entsteht, durch die man an eine Truhe rankommt. Also vielleicht werde ich auch einfach komplett darauf verzichten, das noch zu machen. Das brauche ich eine Truhe, aber... Ja, der Komplettionist in mir. Ah, besessener Elementarwandler war hier auch gerade. Weißt du, geht es dann auch mal los. Also wenn man bei den ätherischen Leuten sieht, die einfach noch wie richtige Menschen aussehen, die dann irgendwie zaubern können oder sonst was, dann weiß man immer, es wird ein bisschen ernster, weil die schicken sie nicht überall hin. Das sind dann richtig so quasi wie Elite-Einheiten. Dieser ganze Zombie-Kram und so, der ist relativ leicht zu kontrollieren, schätze ich mal, aber diese wirklich Menschenartigen, die noch so eine Intelligenz besitzen wie ein Mensch und so, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer bei den Imperischen. Die wirklich wissen, was sie tun. Und die dann eben auch sowas können wie zaubern. Schießt einer. Die haben hier so Käfige und da packen die einfach Trolle und sowas rein. Wahrscheinlich, weil sie die besessen wollen. Diese hier. Oder essen. Kann man nicht wissen. Aber die kämpfen natürlich auch gegen mich. Aber wenn man die befreit, kann es halt auch passieren, dass sie gegeneinander kämpfen. Aber meistens sind sie zu sehr davon abgelenkt, dass ich ja da bin. Schau, ich verpasse hier. Ah, blöd, jetzt bin ich hier unten durchgelaufen und hier ist noch ganz viel, was ich nicht erforscht habe. Also nochmal zurück. Also das kann ich wirklich nicht sein lassen. Hier sind nämlich Häuser. Ah, schön. Eine Zivilisation. Schon wieder ein Stufenaufstieg. Das geht echt fix. Ich hab's Glück, sage ich jedes Mal bei einem Stufenaufstieg, wenn ich mitkriege, dass einer war. Ist auch schön, wenn man sehr viel so Gegenschlagfähigkeit hat, also so Retaliationsschaden nennt sich das, glaube ich, immer einfach. Dann kriegen die Gegner einfach Schaden, wenn sie einen angreifen. Und dann ist halt ganz oft, man ist irgendwo im Menü, schaut gerade irgendwas nach und währenddessen kommen Gegner gerannt und sterben einfach. Sieht dann natürlich auch, wenn man Pets hat und so, ganz oft. Da ist ein kleines Lager aufgeschlagen. Also dann passiert es manchmal einfach, dass man Erfahrung und Loot sammelt, ohne dass man es überhaupt merkt, wo man gerade irgendwo auf einer Karte ist oder sonst was. So weit haben wir es nicht mehr. Ich
war ich auch ziemlich witzig. Die sitzen die ganze Zeit im Käfig, sehen mich vorbeikommen und ich hau alle ätherischen Mut. Die sind so, oh, schnapp die noch nicht. Und so. Wenn die einfach nichts gemacht hätten und getan hätten, das wären sie tot oder sonst was, hätten sie ja überlebt. Aber so, die einfach von da drinnen raus attackieren. Warum auch immer die überhaupt noch ihre Waffen haben, während die hier im Gefängnis sitzen. Das ist den ätherischen vielleicht einfach wirklich egal. Das kann man nicht wissen. Ich muss mal kurz niesen. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sound wirklich ausgestellt habe. Ah. Hier sieht man es auch schon wieder an der Tür. Ich sag's euch das mal. Wenn da eine Tür ist, ist auch ein Boss. Okay. Sind wir soweit. Sieht man ja auch schon, ist wie so eine kleine Arena. Ich nehme jetzt mal so einen Äthertrank. Ich denke, das müsste eigentlich reichen. Ja, mehr habe ich hier nicht. Keine Tränke dabei. Auf geht's und da kommt er. So, die Amalgamation. Das ist auch so wieder so ein riesiger Zweiköpfiger von denen. Haben wir schon mal ein paar kleinere gesehen, vor allem bei den Totems. Und man sieht auch schon, der macht hier ein bisschen Ätherkram. Hat also wirklich einen Grund, warum ich jetzt den Ätherwiderstand hochgetrieben habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war das erste Mal im Spiel, dass ich an was gestorben bin, als ich das erste Mal gespielt habe. Da habe ich es natürlich nicht auf Veteran gespielt. Aber da wusste ich natürlich nichts über Widerstand. Und da war ich völlig verwirrt, weil ich noch nicht genau wusste, was Tod in dem Spiel bedeutet. So, was haben wir? Einen coolen Zweihandhammer, aber der ist leider Blitz. Und dann hier eine Notiz. Die Amalgamation. Es wurde ein Konsens erzielt. Rumsteads Heiligtum wird innerhalb von 2 Wochen fallen. Da der Herold sich stetig vom Norden nähert und nichts als eine Feuersbrunst hinterlässt, habe ich die Aufgabe, eine Macht zu helfen, die die menschliche Festung vom Westen her angreifen kann. Die Wiedererwecker arbeiten unermüdlich in den Käfigen und lassen das Geschenk des Äthers in die Menschen und Trolle fließen, die wir zu diesem Zweck gesammelt haben. Die eigentliche Arbeit wird jedoch in der Scheune durchgeführt werden. Die Menschen haben sich zwar als schwierige Behältnisse erwiesen, der Geist kämpft gegen eine größere Kraft an, die er vielleicht nicht begreifen kann, aber das Fleisch, es ist formbar und wird einfach verdorben. Ich sehe die Leichen, die die Scheune mit dem Gestank der Verwesung füllen, nicht als Zeichen dafür, wie zerbrechlich das Leben ist, sondern als Leinwand. Eine Leinwand, auf der wir die Zukunft Cairns malen werden. Theoden Marcel, Fleischformer. Diese Amalgamation war quasi einfach ein Monster zusammengebaut aus anderen Lebewesen. Das haben wir, glaube ich, bei den Ätherischen auch schon ein paar Mal gesehen. Das hier ist diese Scheune, in der der gearbeitet hat. Pass durch, im Süd. Da sind ganz viele Leichen und so. Was daran jetzt tatsächlich der relevanteste Teil war, war die Unterschrift Theoden Marcel, Fleischformer. Das ist ein Name, der wird uns noch öfter begegnen in dem Spiel. Der ist anscheinend der, der erfunden hat, dass man einfach Leichen zusammennähen kann für die Ätherischen. Der da ja nichts kennt. Der ist da einfach so, ja, macht er halt. Hat ja auch jetzt dann die ätherische Energie als Geschenk des Äthers bezeichnet. Ja, sagt ja auch ein bisschen was über ihn aus. Aber gut, Best erledigt, Amalgamation besiegt, zurück nach Homestead, auf geht's. So, ein bisschen Kram verkaufen. Ach, hier ist die Küche, von der die geredet haben. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir jetzt eine Küche gebaut haben hier. Da die dermopteranische Bedrohung nun vorbei ist, hat Captain Soma Vorräte in Beschlag genommen, um eine Küche in Gang zu bringen. Jetzt, da wir wieder Nahrung von den Feldern bekommen, die du zurückgeholt hast, können wir jetzt endlich von mehr als Essensabfällen hier. So, ich könnte eine Mahlzeit gebrauchen. Natürlich genieße es, okay. So, und jetzt stehen hier schon plötzlich ganz andere Leute. Haruf und Bruder Moltair. Aber reden wir erstmal mit Captain Soma.
So, die Abscheulichkeit wurde vernichtet. Was kriegen wir? Eisen. Okay. Dein Ruf ist wohl verdient, wie ich sehe. Die Legion dankt dir für deine Dienste für den Kaiser. Jetzt, da die ätherische Bedrohung aufgehalten wurde, können wir uns Ktons Kult zuwenden. Eins nach dem anderen, ne? Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Meine Späher haben sich vom Land im Norden zurückgemeldet. Die Lage ist viel schlimmer, als ich es mir je vorgestellt habe. Ktons Kult ist schon sehr nah, und zwar in großer Zahl. Schlimmer ist jedoch, dass die Bauern, Reisenden und sogar meine eigenen Soldaten gefangen nehmen und sie für ihre Blutrituale benutzen. Wir können nicht riskieren, dass der Kult seine Streitkräfte mit ktonischen Wesen stärkt. Begib dich von Soros Bastion aus in Richtung Norden und suche nach ihren Lagern. Rette alle Überlebenden, bevor die Kultisten sie als Opfer benutzen können. Ja, ich werde die Gefangenen befreien. Genau, Ulgrim hat nämlich jetzt auch noch eine Quest. Auch ganz schön. Genau die Person, die ich suche. Die anderen mögen mir vielleicht nicht zustimmen, aber es gibt da etwas, was du für mich tun musst. Was ist los? In der Region gibt es noch zwei andere Gruppen von Überlebenden, die wir kennen. Über Somer und Creed sehen sie nicht als... Aber Somer und Creed sehen sie nicht als strategisch wertvoll an. Ehrlich gesagt bin ich da anderer Meinung. Sie bestehen hauptsächlich aus Fanatikern, aber Fanatiker, die in die richtige Richtung zielen, können eine mächtige Kraft sein. Ich habe Stellvertreter vom Orden der Todeswache und von Kaimons Auserwählten gebeten, uns aufzusuchen und mit uns zu sprechen. Den Orden der Todeswache kennen wir schon. Da haben wir in Old Arcovia einen oder zwei getroffen. Den Balvarook haben wir da getroffen. Der da mit einem Geist rumhing. Geist weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Das war der, der uns dann zu den Steppen der Qual geschickt hat. Und der Balvarook hat erzählt, dass das halt Nekromanten sind. Ne? Offensichtlich herrscht ein wenig Feindseligkeit zwischen den beiden. Aber vielleicht können wir das gegen sie wirksam einsetzen. Ich möchte, dass du unsere Stellvertreterin bist. Sprich mit den beiden. Erfahre so viel wie möglich und entscheide, welche der zwei Gruppen die überlegene, strategisch wertvollste sein könnte. Leider kann ich mir einfach keine Zusammenarbeit der beiden vorstellen. Ja, ich kann ihn noch ein bisschen ausfragen. So, warum sprecht ihr nicht mit ihnen? So gerne ich auch wieder große Politik spielen würde, Creed braucht meine Aufmerksamkeit am Kriegstisch. Ich möchte, dass du das tust, weil ich deinem Urteil vertraue. Und was kann er mir über die beiden Gruppen sagen? Lässt man ihre fanatischen Vorstellungen beiseite, haben beide Gruppen wertvolle Ressourcen zur Verfügung. Kaimons Auserwählte mögen religiöse Fanatiker sein, aber sie sind überraschend gut ausgebildet und sollten ein eindrucksvoller Verbündeter im Kampf sein. Der Orden der Todeswache, ihre Macht über den Tod jagt mir Schauer über den Rücken, aber sie sind mächtige Magier und gewohnt, sich den Schrecken der Welt zu stellen. Ich will dich nicht anlügen. Okay. Ist keine einfache Entscheidung. Danke. Ich werde mit denen sprechen. So, hier stehen sie beide. Bruder Molter und Haruf. Erstmal Haruf, der steht näher. Sei gegrüßt. Ich bin Haruf und ich repräsentiere den Orden der Todeswache. Wir wollen über eine Einigung diskutieren, auch wenn das bei solch fragwürdigem Besuch sein muss. Ich kann direkt sagen, ja, ich glaube, ich habe meine Entscheidung getroffen, so wenn man sich schnell durchklickt, wenn man eh schon weiß, wen man nehmen will. Und jetzt kann ich sie fragen, was er über seinen Orden sagen kann, was er über den anderen Orden sagen kann und was für Ausrüstung die anbieten. Weil natürlich für mich als der Spieler ist natürlich das wirklich Relevante dabei, was für Belohnungen kriege ich, wenn ich Ruf bei der Fraktion habe. Auch relevant für mich jetzt hier gerade ist natürlich, was für Quests habe ich so für die Lore, weil die haben natürlich beide komplett eigene Geschichten, die gehen in komplett andere Richtungen, was man so erfährt über die Welt. Ist beides mega interessant. Ich habe schon entschieden, dass die Fraktionen, die wir wählen, Kaimons Chosen werden. Was der Hauptgrund ist, warum ich so lange gewartet habe, den Nekromanten als Zweitklasse zu nehmen, weil offensichtlich die eine Fraktion sind Nekromanten, die andere Fraktion sind, ja, der heißt Bruder Molter, also offensichtlich irgendwas religiöseres. Mögen sie nicht so, aber erfahren wir gleich alles. So, was kann er mir über den Orden sagen? Wir sind Suchende und Bewahrer des Wissens, ausgebildet in der uralten Kunst der Nekromantie unseres Großmeisters Uroboruk. Der Kerl, der für Odakovia verantwortlich ist, der das verflucht hat, haben wir schon einiges gehört über den Namen. Wir fürchten den Tod nicht. Wir nehmen alles an, was er uns lehrt, und durch ihn stehen wir mehr in Einklang mit der Welt um uns. Klar, muss bedenken, Uroboruk ist ja auch unsterblich, das heißt, er lebt ja noch. So, was bietet ihr der Schwarzen Legion? Wir sind Experten des Arkanen und Meister der Nekromantie. Wozu lebende Männer entsenden, die durch den Feind sterben, wenn wir loyale, untote Diener entsenden können, die an unserer Stelle kämpfen.
Wir werden den Feind bekämpfen und dabei wertvolle Menschenleben schützen. Was könnt ihr mir über Uroboruk sagen? Unser Meister ist ewig. Er war da, als das Arkovianische Kaiserreich jung war. Und er war da, als sie durch seinen Fluch besiegt wurden. Ich auch hoffen, dass er da war, weil es ist komisch. Die Arkovianer, die durch den Grimdorn ähnlich zerrückelt waren wie das Erulanische Kaiserreich, folgten die Nekromantie und jene, die nach verbotenem Wissen suchten. Sie folterten unseren Meister und konnten es kaum erwarten, seine Geheimnisse der Unsterblichkeit zu erfahren. Im Gegenzug verfluchte Uroboruk sie zu ewigem untoten Dasein. Ich bin ein bisschen irritiert, weil er jetzt sagt, dass die Arkovianer durch den Grimdorn ähnlich zerrüttelt waren wie das Erulanische Kaiserreich, aber der Grimdorn war doch jetzt gerade erst und das Erulanische Kaiserreich ist was, wo wir uns befinden. Aber Arkovia ist ja schon seit Jahrhunderten gefallen. Also die Leute werden ja alle, also wir haben ja erfahren, dass die alle nur so diese verstandslosen Skelette und Geister sind, weil die schon so lange leben und einfach komplett den Sinn für Leben verloren haben und nicht mehr ganz beisammen sind einfach. Wenn es jetzt nur, es passiert ja nicht mal eben so, also wenn es so schnell gegangen wäre, dann wäre ja schon irgendwas vorher im Argen gewesen, glaube ich. Ich schätze mal, es ist eine komische Übersetzungsfehler oder so. Seit Arkovias Fall gründete Uroboruk den Orden der Todeswache, um sicherzustellen, dass die Ignoranten nie mehr das Streben nach Wissen und der Geheimnisse des Lebens bedrohen. Jetzt, da die Menschheit kurz vor der Vernichtung steht, sind seine Lehren wohl relevanter denn je. Wir werden das Gleichgewicht in die Welt zurückbringen, so wie es unser Meister befohlen hat. So, was ist Nekromantie? Kann ich auch fragen, ist natürlich ganz interessant. Nekromantie ist die Studie des Todes und der Kräfte des Lebens, die uns an dieses endgültige Schicksal binden. Für uns ist der Tod ein Rätsel, das studiert werden muss und nicht irgendein esoterisches Thema, vor dem man Angst haben muss. So, was könnt ihr mir über Kaimons Auserwählte sagen? Sie sind Fanatiker, besessen von einem uralten Glauben und sie vergöttern einen nicht existenten Gott namens Empyreon. Jeder, der sich gegen ihre Grundsätze stellt, ist ein Ketzer und nur der Auslöschung würdig. Insofern sind sie nicht besser als das Kaiserreich, das seit Generationen den Orden verfolgt. Naja, frage ich mal noch, was für Ausrüstung sie zu bieten haben. Du wirst feststellen, dass unsere Ausrüstung viele Situationen bewältigen kann. Aber für diejenigen, die mit Kälte, Vitalität und Kreaturen kämpfen, wird unser Arsenal von großem Nutzen sein. Wäre nett, dass der mir einfach wirklich sagt, welche Elemente bei denen groß unterstützt werden. Das ist natürlich für mich sehr interessant für mein Charakterbild. Er hat gesagt, Kaimons Auserwählte beten Empyreon an, auch interessant. Bruder Molter, Auserwählter Kaimons, zu deinen Diensten. Dennoch frage ich mich, warum du auch diese Nekromantenabscheulichkeit mitgebracht hast. Man sieht direkt, der hat gar keinen Bock auf Nekromanten. Was könnt ihr mir über Kaimons Auserwählte erzählen? Der bei mir so hinter dem. Ja. So. Wir sind die Auserwählten von Vater Kaimon, dem gesegneten Propheten von Empyreon, Wächter der göttlichen Flamme und Retter der Menschheit. So, was bietet ihr der Schwarzen Legion an? Wir sind gut ausgebildet und gut bewaffnet. Unsere Männer und Frauen dienen Kern voller Stolz und werden dafür sterben, wenn es sein muss. Unser Glaube stellt uns gegen die schlimmen Mächte der Ätherischen und Ketonier. Mit den Auserwählten an der Seite der Legion werden unsere Streitkräfte unaufhaltsam sein. Wer ist Vater Kaimon? Vater Kaimon ist unser geistlicher Anführer. Er wurde von Empyreon, dem Lichtbringer, dem Ersten unter den Göttern, gesegnet. Durch sein Wort werden wir Kern von den Unreinen und Verderbten befreien, indem wir mit dem abscheulichen Orden der Todeswache beginnen und mit der Auslöschung der Ätherischen und Ketonia aufhören. So, wer ist Empyreon? Empyreon, der Lichtbringer, ist der Erste unter den Göttern. Unter seiner gerechten Herrschaft regierte auf der Welt Ordnung und Gleichgewicht, frei von der Korruption der Leere und des Äthers. Die anderen Götter wurden jedoch eifersüchtig auf Empyreons Macht und sperrten ihn tief unter der Erde ein. Über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende. Aber Vater Kaimon hat das Gefängnis des alten Gottes gefunden. Er kommuniziert mit dem Lichtbringer und überbringt seinen Auserwählten die Nachricht der Göttlichkeit. So. Ist ja auch ganz interessant, die haben einen Gott. Ich glaube, wir haben über Empyreon oder Kaimon haben wir schon mal was gelesen. Guck ich gleich nach. Ich glaube, da war am Anfang von Akt 2 so ein kleines Dorf und da haben wir eine Rede von dem gefunden. So, was könnt ihr mir über den Orden der Todeswache erzählen? Sie sind Abscheulichkeiten, die die Lebensfäden nach ihrem Willen verdrehen, als wären sie Spielzeug. Der Orden ist eine Plage für diese Welt, ähnlich wie die Ätherischen und Ketonier. Sie müssen eliminiert werden, damit Kern heilen kann. So, und was für Ausrüstung haben die anzubieten?
Wir sind gut ausgerüstet, um die Dämonen, die unsere Welt heimsuchen, zu bekämpfen. Wir haben einiges, das zu den meisten Kampfstilen passt, aber Krieger, die physisch mit Feuer und Blitz kämpfen, werden hier genau das Richtige finden. Das ist jetzt für uns natürlich naheliegend, das zu nehmen, weil wir Krieger sind. Ne? Ja. Genau, wir hatten. Na, wo war's? Bei den ganzen Notizen. Kaimons Schrift, erste Passage haben wir nämlich gefunden. Witzig, wir haben hier bei den Fraktionen nur was von der Schwarzen Legion. Und, ja, ach so, Schwarze Legion, das sind ja gar nicht die hier. Schwarze Legion ist ja nicht von so mehr. Genau, das ist hier so, als sie damals ausgezogen sind. Das war hier ganz unten bei Arcovian Foothills ist Kaimons Zuflucht. Da haben wir so diese Rede gefunden, wo Kaimon dann wohl tatsächlich seine Leute mobil gemacht hat. Ich überfliege es gerade mal kurz, ob da was drin ist. Nee, nicht so wirklich. Aber es ist ganz cool. Empyreon ist tatsächlich ja auch zum Beispiel bei den Devotionen, glaube ich, irgendwo. Genau hier. Empyreons Licht. Empyreon, der Größte unter den Göttern, ist das Licht der Welt und der Beschützer aller im Kern. Durch seine Gnade und sein Vorbild erstrahlt die Sonne täglich der Menschheit. Also, wenn es ein Sternbild hat, ist es echt, sag ich mal. Also, ich glaube nicht, dass Empyreon einfach nicht existiert als Gott. Auch wenn der von der, Todeswache... Ich vergesse mal, wie das Orden der Todeswache... Auch wenn der gesagt hat, der Gott Empyreon würde nicht existieren. Wenn Kaimon sagt, dass Empyreon eingesperrt wurde von anderen Göttern und deswegen von den Leuten nicht gekannt wird, das klingt für mich erstmal glaubwürdig, so wenig wie ich bisher über Götter weiß. Ich schließe mich denen jetzt wie gesagt an. Das Witzige ist, würde ich die Klasse Inquisitor spielen, wäre der Todeswache-Typ total misstrauisch. Er würde sagen, ja okay, aber ist schon komisch, dass du dich als Inquisitor der Todeswache anschließen willst, weil die Inquisitoren haben die Todeswache früher verfolgt. Würden sie wahrscheinlich auch jetzt noch machen, wenn der Grim Dawn nicht passiert wäre. Wenn ich allerdings einen Nekromanten spiele, dann würde der von Kaimon mich überhaupt nicht angucken. Ich würde sagen, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Kein Bock, nee. Fuck Nekromanten, verpiss dich. Und das ist, finde ich, ganz witzig. Nekromant ist quasi die einzige Klasse, die einen da ausschließt aus der Wahl. Das Lustige dabei ist aber auch, Nekromant als auch Inquisitor sind ja beide im gleichen Add-on, soweit ich weiß, als Zusatzklassen erst gekommen. Also vorher gab es nur diese ersten sechs Klassen hier und Inquisitor und Nekromant sind dann, glaube ich, mit Ashes of Malmouth gekommen und dann Eidwahrerin mit Sands of Time oder was weiß ich. Ich vergesse mal wieder, wie das letzte heißt. Das ist in der Wüste. Das heißt, ich kann mich jetzt der Fraktion wegen der Wahl, dass ich mich erstmal Kaimons Chosen anschließen will, habe ich eben gewartet mit der Klassenwahl. Ich schließe mich den jetzt an. Ich glaube, ich habe meine Wahl getroffen. Und danach werde ich Nekromant und dann werfen die mich auch nicht mehr raus, soweit ich weiß. Habe ich extra nachgelesen. Wenn doch, dann wird es auch ein sehr witziger Playthrough jetzt. So, ja. Die Schwarze Legion wird natürlich arbeiten. Wenn ich die wähle, dann werden die ja natürlich ausgestoßen. So, ich habe jetzt einen freundlichen Ruf. Und einen verachteten Ruf bei dem Orden der Todeswache. Die sind jetzt meine Feinde. Kaimon wird erfreut sein, das zu hören. Diese Allianz wird für beide Gruppen vorteilhaft sein. Lass uns gemeinsam den Feind vertreiben. Ich muss dich bitten, unsere Enklave im Norden aufzusuchen. Wir haben einen Teil von Soros Bastion eingenommen und ihn zu unserem neuen Zuhause gemacht. Du findest uns, indem du die Straße im Norden durch die Brachfelder nimmst. Wenn du die Ruinen erreicht hast, suche nach dem Turm. Sobald du dort bist, sprich mit Bruder Eluvius. Er wird dir unseren erleuchteten Weg zeigen. So, ich kann mal kurz mit dem Haruf noch reden. Wenn deine Entscheidungsfindung auf die Schwarze Legion hindeutet, ist die Menschheit vielleicht doch dem Tode geweiht. Ja, danke. Ich tue, was ich tun muss. Überleben. Dann hoffe ich wirklich, dass du recht hast, aber ich kann deine Treue zu Fanatikern nur anzweifeln. Das ist natürlich, ja, okay, der ist natürlich jetzt ein bisschen salty. Völlig nachvollziehbar. Die Kamis-Chosen sind ja nicht gut, auf die Schwarze Legion zu auf die Todeswache zu sprechen. Aber, na gut. Eine Sache, die ich jetzt auch mache, die ich bisher nicht gemacht habe, ich habe hier in meiner Kiste von anderen Charakteren so Mandate und Steckbriefe. Die Steckbriefe sind quasi für Feindes Fraktionen. Wenn ich die benutze, dann kriege ich schneller negativen Ruf bei den Feindesfraktionen. So hier. Terrische. Ich habe jetzt tatsächlich sogar welche für den Orden der Todeswache. Ich könnte den Orden bei der Todeswache jetzt ganz, ganz schnell in einen richtig schlechten Ruf bringen. Ist mir aber wirklich egal für den Charakter, werde ich nicht machen.
Was ich wiederum aber machen werde, ist das Mandat benutzen, um 150% mehr Ruf bei den auserwählten Keimern zu kriegen. Hat einen ganz einfachen Grund. Jede Fraktion gibt einem eine weitere Quest, wenn man, ich glaube, respektvoll oder so ist. Also das ist die vorletzte Stufe. Und das schafft man meistens nicht in einem Spielverlauf. Ich möchte aber natürlich die Quest sehen bei Keimers Chosen, weil die super wichtig für die Lore ist. Und im zweiten Spielverlauf dann ja die Nekromanten wählen. Deswegen mache ich das jetzt hier nochmal. So, die haben jetzt, wenn ich auf meine... Ich weiß gar nicht, genau, das ist es ja. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, sieht man hier auch Keimers Auserwählte, habe ich dieses kleine Plus, was mir zeigt, der Ruf ist gesteigert. Schwarze Legion ist halt jetzt nur so, naja, die mögen mich jetzt nicht mehr. Achso, das... Ich krieg's nicht auf die Reihe, Schwarze Legion und Orden der Todeswache jetzt auseinanderzuhalten. Also ich nenne die einfach, ich weiß, welche Fraktion welche ist, aber ich nenne die aus Versehen immer so, weil ich vergesse, dass die Schwarze Legion existiert. Als Fraktion. So, hier sieht man auch, um bei denen Ruf zu erhalten, Ketonia töten, Orden der Todeswache töten, Quests und Kopfgelder. Ja, schön. So, und jetzt ist hier die Tür aufgemacht. Und jetzt kann ich auch nach Norden. Ich gehe aber erstmal hier hoch und rede mit dem Kerl hier für die Quest. Wie ich höre, wirst du Kultistenlager angreifen. Mutiger Schritt. Aber nach dem, was du mit der ätherischen Abscheulichkeit gemacht hast, bist du wohl zu allem fähig. Da du schon den Kopf für uns riskieren willst, frage ich mich, ob du der Legion einen kleinen Dienst erweisen könntest. Was braucht ihr denn? Auf Captain Somers Anweisung hin habe ich die Spähtrupps in den Norden entsandt, um dort die Kultistentätigkeit zu beobachten. Der Kult hat im Bloodgrove eine starke Präsenz und er bringt mächtige ketonische Scheusale in die Welt. Natürlich ist es eine gefährliche Aufgabe, viele meiner Männer sind nicht zurückgekehrt. Fällt ein Soldat in der Schlacht und wir können die Leiche nicht bergen, sorgen wir dafür, dass wir zumindest seine Insignien zurückbringen, damit sie einen einfachen Abschied bekommen, bevor sie in die Hölle fahren. Oder was auch immer uns alle erwartet. Meine Späher verdienen mehr, aber im Moment kann ich ihnen das nicht geben. Wir haben da draußen ohnehin schon zu viele Männer verloren. Ich kann keinen anderen entbehren, um diese Insignien wieder zu beschaffen. Erweist du meinen Männern diese letzte Ehre? Ich werde dafür sorgen, dass es sich für dich lohnt. Okay, ja, ich werde die Toten ehren. Ganz normale kleine Sammelnebenquest. Was ich jetzt hier aber auch als Quest noch habe, ist... erober die verloren gegangenen Kanonen in der Feuersbrunst zurück. Die Feuersbrunst ist hier in dieser Richtung. Da konnte ich die ganze Zeit schon hin. Da sind die ätherischen. Und das werde ich jetzt noch machen, weil ich meine, im Moment habe ich noch extrem viel Ätherwiderstand. Das ist eine Quest, die... Vom Niveau her kann ich die jetzt auch einfach mal machen. Ja, denke ich mal. Das Zeug. Dann haut das hier alles kaputt. So. Bei der Feuersbrunst ist vor allen Dingen das Ding, hier ist extrem viel von dieser Ätherfeuerenergie. Man muss ja echt aufpassen, dass wenn ich da durchrenne, dass ich nicht einfach sterbe. Ist auch eine gefährliche Domäne, sehen wir direkt. Ich kann eigentlich schon mal gucken, was kann man bei den Command eigentlich alles schön machen. Okay, das bringt uns nichts. Bringt uns auch nichts. Sachen, die sich über Standardwaffenangriffe aktivieren, bringen uns nichts, weil die Kraftwelle kein Standardwaffenangriff ist. Okay, aktive Fähigkeiten. Muss ich mir auch echt überlegen, ob ich die überhaupt skillen will. Ich will eigentlich eher nur so Buffs und sowas. Ich suche vor allen Dingen irgendwelche Buffs oder sowas, die die Energie verbessern. Man kann hier sehr viel so Skelette beschwören, Monster beschwören und so ein Spaß. Okay, das bringt jetzt auch nichts. Das so aktive Fähigkeiten. Muss ich mal kurz schauen. Auren und so sind ja eigentlich eher auch aktiv, naja. Da muss ich wirklich mal in Ruhe erstmal schauen, wie sich das Ganze skillen soll. Wenn ich es dann mal mache. Man merkt ja auch, es sind mehr als genug Fähigkeiten.
Da muss man erstmal ein bisschen forschen. Ich meine, man kann sich nicht verskillen. Ich könnte einfach erstmal irgendwas skillen, wovon ich finde, hey, das sieht cool aus. Aber das ist nicht, wie ich drauf bin. So bin ich bei meinem ersten Charakter drauf. Bei zweiten, dritten nicht mehr. Da will ich eigentlich, dass es auch irgendwie glatt läuft. Eieiei. Ich sterbe hier irgendwann noch, weil ich einfach dreist durch diese ganze Eta-Seuche hier durchlaufe. Hier ist eine Dynamitstelle. Sprengstelle. Dahinter ist nur der Eingang für einen von diesen Reliquien-Dungeons. Den will ich ja jetzt noch gar nicht machen. Der ist mir... Ich meine, ich könnte ihn jetzt machen, aber ich finde das zeitlich so ein bisschen... Ah, irgendwie komisch, den jetzt zu machen. Ich würde den echt eher später machen. Vielleicht sogar erst, wenn Akt 4 durch ist. Macht irgendwie storytechnisch, finde ich, ein bisschen mehr her. Zumindest nicht an einem Tag, wo ich nicht mehr alle die vollen 2 Stunden habe, weil das wieder so ein Riesending wird von... Naja, da bist du eine Weile beschäftigt. Wie ich lustig bin. Vielleicht nächste Woche, vielleicht andere. Irgendwann auf jeden Fall. Irgendwann kriegt man auch mal eine Quest, dass man da rein muss. Dann lohnt es sich natürlich, das dann zu machen und nicht vorher. Weil da kennen wir es ja alle schon. Niemand will sehen, wie ich das zweimal durchmache. Obwohl wir zusehen müssen, wie ich ein zweites Mal die Stufen der Qual durchmache, weil da auch nochmal eine Quest ist, die ich auch reinschicke. Naja. Aber alle sehen ja gerne, wie ich akkubianische Unglücke abschlachte. Das ist ja der größte Spaß in dem Ganzen hier. So, man sieht hier auch diese ganze Straße hier, die mit dieser Ätherseuche voll ist. Die zieht sich hier so eine ganze Länge durch und muss quasi der Straße folgen. Kann auch gar nicht viel anderes machen. Hier sind so ein paar Nebenfelder. Oh, hier waren Ketonische, die gegen die Ätherischen kämpfen. Nicht schlecht. So, mal wieder ein Totem mit Ätherbestien. Die sehen auch sehr aus wie die, wie dieses Amalgam, ne? Ein bisschen kleiner. Das ist ja auch echt nice. So, hier, diese Rüstung könnte auch was sein. Ich meine, Zollhans Technik ist, glaube ich, nichts, was wir benutzen. Ja, die ich gerade noch ist besser. Mehr Chaoswiderstand. Ich glaube, Zollhans Technik ist doch hier oben eine. Ja, haben wir nicht. Wirkt nur mit Standardangriffen. Ich glaube, das ist bei der Cadence ganz klar. Ich glaube, die Cadence ist tatsächlich eine Fähigkeit, die den Standardangriff ersetzt. Und damit sind natürlich alle von diesen Fähigkeiten, die nur bei Standardangriffen auftreten können, eine Möglichkeit. Bei Benutzen als Standardwaffenangriff, genau, das ist nämlich ein Standardwaffenangriff. Und hier steht extra... Oder hier steht nicht extra, aber diese, da steht halt nicht, dass es ein Standardangriff ist. Und das ist immer sehr wichtig, also dass bei Fähigkeiten dabei steht, bei Benutzung als Standardwaffenangriff, das haben echt viele Klassen, dass sie nicht einfach nur draufhauen, sondern irgendwas Besonderes machen. Dass man halt darauf achtet, dass es das ist, um dann die ganzen Procs zu kriegen von den extra Fähigkeiten.
Vielleicht hat der Nekromant ja auch eine Fähigkeit, mit der ich mich heilen kann. Das wäre vielleicht auch mal ganz hilfreich, so viel wie ich einfach eiskalt mein Leben ins Bodenlose sinken lasse, ohne drüber nachzudenken. Bisschen die Krankheit, dass meine letzte Klasse, die ich hochgelevelt habe, der Wächter war, also Soldat gemischt mit Schamane. Das ist eine Klasse, die kann man quasi unbesiegbar gestalten, also nicht unbesiegbar, aber fast unverwundbar machen. Da braucht man sich eigentlich nie heilen, das ist so krank, wenn man die mal richtig aufgebaut hat. Das verdirbt einem im Spiel so ein bisschen. Klickt einfach nur auf die Gegner drauf, zerhaut die und muss eigentlich auch über nichts nachdenken. Habe ich gar nicht gesehen. So, hier laufen wir die Gegner. Und hier ist Herold des Feuers. Ein riesiger Obelisk. Und von dem haben wir schon gehört. Da haben wir den Spähbericht der Schwarzen Legion gelesen. Der hat genau von diesem Ding hier erzählt. Von einem riesigen Obelisk, der diese Verseuchung hier in den Boden einfügt. Der diese Tentakel, die unten sichtbar sind, in den Boden rammt und damit diese Verseuchung verursacht. Und wenn er das gerade nicht macht, fliegt er rum. So wie jetzt. Was halt auch sehr witzig ist, halt ein statischer Obelisk, aber man erfährt quasi vorher schon aus dem Spielbericht, ja, der muss nicht statisch sein, der kann fliegen. Das heißt, er könnte jetzt, wenn er wollte, könnte er rumfliegen. Aus Gründen, die ich nicht verstehe, bleibt er einfach immer an der gleichen Stelle. Macht nicht. Aber er hätte rumfliegen können. Brauchte er wahrscheinlich nicht, aber ja. War jetzt dank der unglaublichen Menge an Ether-Resistenz natürlich auch nicht so weg. So, haben wir noch was? Ja, noch was, was uns nichts bringt. Okay. Helm, der besser ist als unsere. Nicht schlecht. Kriegsschrei geht er voll. Auch nicht verkehrt. Gott, sehen wir komisch aus. Ich sag immer wir, wenn es um irgendwas geht, was komisch ist. Also. Sonst bin's natürlich ich. Ich sortiere mir hier einen ab, dafür, dass wir jetzt eigentlich gleich in die Stadt zurückgehen, aber. Der Holzsammler, lecker. So, hier sieht man eben, also dieser Obelisk ist, der diese ganze grüne Pampe überall hingepackt hat, der diese Ätherkristalle quasi überall wachsen lässt. Und deswegen zieht sich hier eben diese Spur. Klar, das ist die Straße, der ist einfach die Straße lang geflogen, aber so entstehen diese Spuren hier einfach, diese riesigen Felder aus ätherischer Korruption. Hier liegt mal Dynamit. Und hier sind die Kanonen. Und die sollten wir diese Ressource für die Schwarze Legion beanspruchen. Und damit kommen die Schwarze Legion irgendwann und holen das Ding einfach ab. Finde ich persönlich jetzt richtig komisch, dass ich das nicht einfach direkt rüber teleportiere, dass die jetzt extra nochmal kommen müssen, aber jetzt ist hier ja nichts mehr, außer dieser kilometerlangen Strecke aus ätherischer Blitzsuppe, wo die dann halt trotzdem durch müssen. Aber okay, es soll nicht mein Problem sein. Auf zurück nach Homestead. So, wo war der Kanonenmann? Hier oben irgendwo. Du bist noch heil, das bedeutet wohl, du hast nicht versucht, die Feuersbrunst zu betreten. Weise Entscheidung. Doch, ich war tatsächlich da draußen. Die Kanonen sind gesichert. Und jetzt sieht man, hier ist sie gerade entstanden. Jetzt haben sie die Kanonen. Unglaublich.
Du hast mehr Mut als Verstand, aber ich will mich nicht beschweren, wenn du diese Kanonen wieder uns gehören. Ich werde ein paar Männer hinausschicken, um sie sofort zurückzuholen. Du hast der Legion einen großen Dienst erwiesen. Ist cool. So eine Kleinigkeit nur, aber es macht direkt was her. So, und jetzt können wir nach Norm raus. Nachdem wir verkauft haben. So, und jetzt können wir nach Norden raus. Und hier sind direkt wieder Felder. Ach. Hab ich's vermisst. Aber jetzt geht's halt hier plötzlich gegen diese ganzen Blutschwurverschwörer und so. Jetzt, man sieht ja auch schon an diesem ganzen schönen Schmuck. Jetzt kommt Ketons Kult. Und die werden jetzt unser Hauptgegner für eine ganze Weile sein. So, die sind am Anfang sind hier noch dieser kleine Kult, von dem man mal so ein bisschen hört. Und jetzt plötzlich wächst das. Nicht, es wächst nicht plötzlich, aber jetzt kommen wir langsam ins Gebiet, wo die halt wirklich an der Macht sind, wo die Ätherischen eigentlich gar nichts zu sagen haben, weil Ketons Kult groß, ja, die Macht in der Hand hat. Über ihre komischen Blutschreine aufstellen und so ein Spaß. Wenn man denkt, die Ätherischen wären brutal, dann ist Ketons Kult noch mal eine Hausnummer schlimmer. Und es scheint ja auch was zu sein, was nicht jetzt einfach nur dieser Kult macht. Wir haben ja bei den Arkoviern tatsächlich diesen einen Tempel gefunden von einem, der dachte, dass Keton ihm helfen könnte, den arkovianischen Fluch loszuwerden. Aber hat ihm nichts geholfen. So, hier ist ein Schrein. Das erste Mal ein... Nicht das erste Mal, glaube ich. Oder möglicherweise schon, aber leer berührtes Totem, da ist gerne mal richtig übler Scheiß drin. Ja. Okay. Sah für mich irgendwie so aus. Locker. Aber man sieht jetzt ja auch schon so ein bisschen an der Flora. Hier sind diese ganzen eher herbstlichen Bäume, die so rot sind. Und Captain Somer hat uns ja auch gesagt, dass wir zum Bloodgrove müssen. Natürlich extrem angemessen ist für so einen Blutkult, dass es so heißt. Aber da bewegen wir uns ja gerade unweigerlich drauf zu. Genau, die Kultisten können immer das ketronische Siegel der Bindung droppen. Das ist einfach auch so ein, ja, Draft-Item. Ist allerdings eins, was meiner Erfahrung nach immer sehr, sehr viel gebraucht wird. Um so viele davon zu haben. Vielleicht war es auch nur zufällig bei den Klassen, die ich bisher gespielt habe, dass man da viele davon gebraucht hat. Das ist ja auch oft verschieden. Aber ich habe davon immer reihenweise farmen müssen. Aber die gehen auch ganz gut weg. Ganz gut rein. Also da kriegt man immer ganz gut welche, wenn man zu richtigen Stellen geht. Plötzlich einen ganz anderen Stil, eine ganz andere Farbe. Ist alles so rötlich jetzt. So, hier ist dieses Sorrow's Bastion. So eine riesige Wegfestung. Und hier ist quasi das Lager von der Todeswache. Wenn ich hier lang gehe, dann kommen die hier auch irgendwann. Bin ich erstmal schön markiert. Da stehen sie, da unten Todeswache-Typen. Könnte ich mich jetzt mit denen anlegen, aber ich kann auch in deren Festung gar nicht rein, wenn ich nicht mit denen verbündet bin. Auf der anderen Seite des Flusses... Hier kurz das Portal claimen. So. Andere Seite vom Fluss ist dann hier wiederum der Eingang für die Keimers Chosen.
Wo ich mich mit denen jetzt aber rumschlag, mache ich, erkunde ich erst noch das Gebiet erstmal fertig. Will hier nicht alles unaufgeräumt lassen. Aber das finde ich echt ganz nett, diese Fraktion so wirklich so, da ist nicht eine einfach besser als die andere oder sowas, sondern es ist wirklich eine Entscheidung. So, je nachdem, was man für eine Klasse spielt, ist natürlich sinnvoll, wenn man nach den Belohnungen geht. Prinzipiell kann man aber in die Belohnung von beiden reinkommen, wenn man es wirklich will. Gibt es nur meistens keinen Grund zu, meiner Meinung nach. Also klar, wenn ich dann, so, gerade wenn ich diese Briefe habe, diese Dokumente, dass ich mehr Ruf kriege, dann ist es natürlich verhältnismäßig einfach bei einer Fraktion auf ehrfürchtig hoch zu grinden in den ersten zwei Spielverläufen, mir die Items zu kaufen, die ich möchte. Also die Items skalieren da auch nicht mit dem Level oder so. Also die sind dann halt einfach Max-Level-Items. Und dann im dritten Spielverlauf die andere Fraktion zu wählen und dann die hoch zu grinden, hätte ich gar keinen Bock drauf, glaube ich. Da müsste es auch echt einen guten Grund geben, das zu machen. Also und ich glaube, so Sachen wie Items, die man auf Rüstung packt, die einfach nur den Widerstand gegen irgendwas erhöhen, das sind, glaube ich, so Sachen, die kann man nicht benutzen, wenn man nicht bei der Fraktion noch den Ruf hat. Da bin ich jetzt gar nicht sicher, werden wir gleich nachgucken können. Gehen wir erstmal rein. So. Das ist richtig so ein Paladin-Orden, ganz klassisch. So, und hier ist Bruder Eluvius. So, du bist diejenige, die die Legion geschickt hat. Kommst später, als ich erwartet habe. Ich kann's mich mal. So, ihr wolltet mich sprechen. Wenn du dich den Auserwählten von Kaimon beweisen willst, dann brauche ich zuerst einen Beweis deiner geistigen Reinheit. Zeig uns, dass du nicht mit den Mächten der Leere verbündet bist. Was muss ich tun? Der abscheuliche Kult von Ketone ist seit langem ein Verursacher von Korruption und Chaos im Kern, aber seine Aktivitäten haben seit dem Grim Dawn katastrophale Ausmaße angenommen. Schon jetzt beschwören sie mit ihren heidnischen Blutritualen Kreaturen aus der Leere. Diese Rituale müssen um jeden Preis gestoppt werden. Die Kultisten sind dafür bekannt, dass sie spezielle Siegel der Bindung verwenden, wenn sie ihre Kunst ausüben. Ihre mächtigsten Mitglieder tragen sie oft bei sich. Falls du wirklich an Vater Kaimons Mission interessiert bist, musst du diese Siegel wiederfinden und sie mir zurückbringen, damit sie Imperiums Feuer verbrannt werden können. Ja. Witzig, ist genau, was ich gerade gesagt habe. Diese Siegel muss man immer haufenweise farmen und jetzt will der einfach drei für Ome. Na gut. So, kauf mal. Jetzt Quatsch hier. Ich habe natürlich von den Siegeln, glaube ich, ein paar auf der Bank liegen. Das muss ich jetzt nicht extra machen. Könnte ich, aber ja. So, hier ist der Waffenmeister. Hier sieht man, was die Fraktion so verkauft. Natürlich verkaufen die diese Rüstung, die alle anhaben. Die ist ziemlich, die finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Diese weiße Paladin-Rüstung. Gibt es auch ein paar verschiedene. Aber ich finde, die hat Style. Die wird hier natürlich verkauft. Ist ja bei jeder Fraktion so, dass der in Uniform verkauft wird. Genau. Und solche Dinger hier, diese Pulver sind es, was ich immer, was man halt immer bedenken muss, wo man dann einfach Widerstand auf den Gegenstand kriegt. Die haben jetzt hier Blitz- und Feuerwiderstand, Lebens- und Chaoswiderstand und sowas. Ist ganz nice, aber ja, ich werde, wie gesagt, dann nachher eh auf übergehen auf die Todesfraktion. Ich war Zeuge der Gräueltaten des Ordens der Todeswache, sagt Bruder Ulnox. Man kann nicht vergessen, wie einem Mann die Knochen aus dem Leib gerissen und er zum Diener der gottlosen Ungläubigen gemacht wurde. Was ist passiert? Ich war mit Bruder Hammond auf Patrouille, als wir auf einem einsamen Nekromanten stießen. Wir wurden vor ihren Kräften gewarnt, also beschlossen wir, ihn zu meiden. Aber er sah uns. Bevor wir reagieren konnten, fielen mehrere seiner Skelettdiener über uns her. Bruder Hammond, möge seine gequälte Seele Frieden finden, wurde von den Skeletten in Stücke gerissen. Dann hat der Nekromant sein dunkles Ritual durchgeführt. Ich rannte um mein Leben. Vielleicht hätte ich bleiben und meinen gefallenen Bruder rächen sollen. Aber bei Empyreon, meine Beine wollten nicht gehorchen. Bin ich ein Feigling? Wir sagen nein oder ja? Ich sag mal nein, ich bin ja nett. Nein, ihr lebt, um Empyreon noch einen weiteren Tag zu dienen. Ich danke dir. Dieser Tag hat mir schwer zugesetzt. Trotzdem werde ich dafür sorgen, dass Bruder Hammond gerecht wird. Ja, solltet ihr machen. So, hier liegen ein paar Texte. Hier stehen natürlich auch einfach so ein paar nutzlose, nicht nutzlos, aber charakterlose NPCs. Hier ist Bruder Lecter. Mein Streitkolben lechzt nach heidnischen Schädeln. Okay, ganz ruhig. Hast du da draußen jemanden vom abscheulichen Orden der Todeswache gesehen? So, was hast du denn gegen den Orden?
Ihre offensichtliche Missachtung des Todes widert mich an. Sie spielen mit dem Reich der Götter und denken, sie stünden über dem göttlichen Plan. Ich werde die Welt von ihrer Art befreien, damit gute Männer und Frauen ihr fruchtbares Land erben können. Okay. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Da liegt kein Missverständnis vor. Die Nekromanten sind nicht besser als die Ätherischen und Ketonier, die uns auslöschen wollen. Sie wollen uns in der Verdammnis brennen sehen. Ja, dann müssen sie alle sterben. Okay, ich nehme mir mal hier dieses Versprechen. Das Blüten als Text und das Zeichen der Hoffnung. Immer wenn ich diese Stellen finde. Oh, die Latrinen. Immer wenn ich diese Stellen finde, wo ich viel vorlesen muss, fange ich unglaublich an zu gähnen. Naja. Nicht, weil ich es langweilig finde, aber es ermüdet irgendwie. Versprechen des Akolyten. Als die Welt unterging, wusste ich nicht, wie ich überleben würde. Sie fanden mich nur durch Kaimons Gnade. Als ich im Schmutz und in den Trümmern meines Hauses begraben war, wusste Vater Kaimon, wo er mich finden würde. Es war seine Hand, die mich vor dem sicheren Tod bewahrte. Jetzt, da ich hier bin, verspreche ich, mein Möglichstes zu tun, um dieses Böse zu besiegen und der Sache zu dienen, die mir eine zweite Chance gab. Es ist Kaimons Wille, dass ich sein Licht in die Welt trage und so viele Menschen rette, wie nur möglich. Lobet den gesegneten Vater. Akolyt der Auserwählten, Karth Levine. Der rennt hier vielleicht auch irgendwo rum, keine Ahnung. So, und dann haben wir die Zeichen der Hoffnung. Ich selbst habe Kaimons befreiende Macht des Feuers gesehen und ich werde niemals den Glauben verlieren. Als unsere Streitkräfte durch das Grauen, das jenseits unserer Vorstellungskraft liegt, zahlenmäßig unterlegen waren, erblickte ich ihn zum ersten Mal. Wie ein leuchtendes Signal im Chaos zog Vater Kaimon in die Schlacht. Er war wie ein Flammenwind, der einen zu lange gewachsenen Ödenwald abbrennt und die verdrehten und verteufelten Wurzeln abschneidet, die der Welt das Licht rauben wollen. An jedem Tag wusste ich, dass er derjenige sein würde, der uns von diesem Grauen befreit. Es ist seine Gerechtigkeit, die sich durch die Dunkelheit dieser Welt brennt und das Böse verbannt. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Klingelmeid Sendra Ambri. So, seltsamer Name, aber okay. So, hier hängen so die Banner. Man merkt schon, das ist ganz offensichtlich am Christentum und den Kreuzzügen alles angelehnt. Sei jetzt mal so dahingestellt. So, dann haben wir hier Vater Kaimon. Hier steht er einfach rum, ne? So sieht er aus. Möge Pyrons ewiges Licht deinen Taten bestimmen, genauso wie ich meine, wie es meine bestimmt, jeden einzelnen Tag. So, ich habe einige Fragen. Sprich und ich werde dich erleuchten. Warum nennt man euch Vater? Das wäre jetzt echt nicht die erste Frage, die mir eingefallen wäre. Bevor ich Vater Kaimon wurde, war ich Inquisitor für die Luminari und hieß Thaedrus Kaimon. Meine Mission war es, gefährliche Relikte und Texte zu entdecken und sie zu sammeln, damit sie niemandem schaden konnten. Ich kannte aber immer die tiefere Wahrheit, ein Geheimnis, das in allen Relikten und Folien verborgen war, die wir gesammelt hatten. Eines Tages machte ich mich entgegen des Befehls meiner Vorgesetzten auf den Weg, um selbst die Wahrheit herauszufinden. Die Tatsache, dass der Typ mal Luminari war, also Inquisitor für die Luminari war, erklärt sehr, warum sein Kult jetzt so sehr gegen die Nekromanten steht, weil schon als Inquisitor der Luminari hat er die Nekromanten gejagt und als was Böses angesehen. Warum sollte er das jetzt ändern? Also warum sollte er sagen, ah ja, jetzt finde ich den Nekromanten gut, dann wäre das ja offensichtlich was sehr gegen den Willen der Inquisitoren geht. Während dieser Reise traf ich zum ersten Mal auf den Schrein von Empyreon, dem gesegneten Licht. Monatelang studierte ich die Ruinen und entzifferte die vergessene Sprache auf den Steinen. Irgendwann hatte ich die Geheimnisse des uralten Glaubens zusammengesetzt. Und konnte eine uralte Beschwörungsformel aufsagen, die den verlorenen Gott herbeirief. Der Zauber war erfolgreich und ich hatte den Kontakt zu einer übernatürlichen Präsenz hergestellt. Sie umhüllte mich und erfüllte mein Bewusstsein mit Gedanken und Gefühlen, die nicht meine eigenen waren. Die Wahrheit ihrer Worte erfüllte mich mit entsetzlicher Furcht. Was passierte danach? Unfähig, mich meiner Bestimmung zu stellen und dem furchtbaren Schicksal, das alle auf Kern erwartete, floh ich aus dem Tempel. Müde und besiegt kehrte ich zur Hauptstadt zurück, bereit, um meine Abwesenheit zu rechtfertigen. Aber seltsamerweise war dem Anführer meines Ordens meine lange Abwesenheit gleichgültig. Das war der Moment, an dem ich bei meinem früheren Kollegen und bei den Aktionen des Kaiserreichs ungewöhnliche Veränderungen bemerkte. Offensichtlich die Vorbereitungen der Ätherischen auf den Grim Dawn. Truppen wurden scheinbar unbedeutenden Orten zugewiesen. Eisenminen wurden geschlossen. Es ergab alles keinen Sinn.
Eine abscheuliche Macht, die wir jetzt als ätherische kennen, hatten das Kaiserreich im Würgegriff. In einem verzweifelten Versuch entführte ich das Oberhaupt meines Ordens und befragte ihn. Dann verwandelte er sich in ein ätherisches Ungetüm und griff mich an. Nur mit Hilfe eines Relikts, das ich von Empyreons Schrein genommen hatte, konnte ich die Kreatur abwehren. Der nächste Schritt schien für mich ganz deutlich zu sein. Ich verzichtete auf meinen Titel und meinen Besitz und stieg als neuer Mensch aus der Asche meiner Heimat, wiedergeboren im gesegneten Licht Empyreons. In der Öffentlichkeit predigte ich die Wahrheit und wurde dafür aus Eruland verbannt. Aber meine Warnungen vor der Apokalypse und der Erlösung durch Empyreon fanden Anklang bei den Menschen. Ich mag verbannt worden sein, aber ich bin nicht allein fortgegangen. Das ist bei solchen Apokalypse-Predigern natürlich immer ganz interessant, wenn die am Ende Recht behalten und er dann wirklich mit seinem Versuch, so viele Menschen zu retten, wie er kann, noch Erfolg hatte. Also dieser Orden hier spricht da ja für sich. Die Menschen, die mir folgten, wurden meine ersten Auserwählten. So, wer ist Empyreon? Empyreon, der Lichtbringer, der größte aller Götter. Er ist Kerns Beschützer, ein Hoffnungsschimmer, der in der dunkelsten Stunde der Menschheit zurückgekehrt ist. Empyreon stellt mir seinen Willen mit und ich... Empyreon teilt mir seinen Willen mit und ich überbringe dir seine Nachricht, damit wir Kern wieder in sein Licht führen können. Kann ich mit ihm kommunizieren? Jeder mit reinem Geist und Glauben kann Empyreons Willen hören. Befreie deinen Geist von unreinen Gedanken und bete. Leicht wird der Lichtbringer antworten. Meine Brüder und Schwestern beten jeden Tag, dass Empyreon sie so segnet, wie er mich gesegnet hat. Also hat niemand außer euch Empyreon wirklich gehört? Als Empyreons erster Anhänger seit Jahrhunderten wurde ich seine Stimme und der Vermittler seines wachsenden Glaubens. Irgendwann werden andere den Lichtbringer hören, so wie ich. Aber dieser Tag ist noch nicht gekommen. Vielleicht wirst du es sein, der sich mit mir in den oberen Rängen in Empyreons neuem Orden anschließt. So, ich habe noch eine Frage. Was sind eure Ziele? Wir möchten Empyreons göttliches Licht unter die ganze Menschheit verbreiten. Jetzt habe ich mich aber nicht verlesen. Ja, wir müssen es unter die ganze Menschheit verbreiten und Kern von der Verderbnis, die mit ihrer Zerstörung droht, befreien. Empyreon leitet uns in all Dingen. So, dritte Frage. Was könnt ihr mir über den Orden erzählen? Er besteht aus fehlgeleiteten Kindern, die anscheinend nicht die Mächte verstehen, mit denen sie spielen. Achso, er meint den Orden der Todeswache, deswegen. Ich war gerade so, warum redet er jetzt so schlecht plötzlich? Ich dachte, ja. Der Tod ist das absolute Reich der Götter. Wer sind wir, die Normalsterblichen, dass wir uns in ihre Angelegenheiten einmischen? Es macht mich traurig, dass unsere Bemühungen, die Mitglieder des Ordens auf den gerechten Weg zu bringen, gescheitert sind. Deshalb müssen sie gereinigt werden, damit Kern unter Empyreons Blicken heilen kann. Okay, ich verstehe. Ist ja echt interessant. Ich meine, für mich wirkt sehr, ja, der versucht sein Bestes, die Welt zu retten. So ist, ja, ein ansehnliches Ziel, finde ich. Okay, hier sagen wir aber auch nichts Interessantes, die anderen Leute hier. Ja, Eluvius will solche Siegel. Ich kann hier drin kein Portal öffnen, aber ich kann mal kurz zur Bank rennen. In Homestead zum Beispiel. Und da ein paar von diesen Siegeln auspacken. Damit ich die dem geben kann. Und dann kann ich direkt die nächste Quest annehmen. Das muss man natürlich nicht so machen. Aber das mache ich so. Kurz gedacht, ich habe keine mehr. Das wäre jetzt natürlich peinlich gewesen. Okay. Auf geht's zurück. Kurzer Blick hier hinter, ob sich da schon was getan hat. Tatsache. Jetzt hängen hier vor diesem, naja, eingerichteten Haus Banner von Kaimans Chosen. Die haben jetzt dieses Haus hier bekommen und repariert. Und Bruder Molter steht jetzt hier. Cool, oder? Klar, das wären andererseits natürlich die Todeswache, Leute. Ob dieses Haus hier noch repariert wird, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht sehen wir dann noch irgendwann. So, hier sind die Siegel. Ah, Stufenaufstieg ist ja fantastisch. Gut, ohne sie werden die Rituale des Kults leiden und ihre grauenhaften Werkzeuge werden in gerechtem Feuer brennen. Du hast dich bewährt, Eingeweihte. Bist du bereit, im Namen Kaimons zu kämpfen? Was verlangt Kaimon?
Du hast die Rituale des Kultes lahmgelegt, aber das reicht nicht. Solange der Kult ohne Furcht agieren kann, wird er den Rest der Menschheit vernichten. Wir haben ihre Taten zu lange toleriert. Was muss getan werden? Vater Kaiman verlangt, dass eines der ranghöchsten Mitglieder des Kults, wie das Ungeziefer, das er ist, vernichtet wird. Ich spreche speziell von Bolvar, dem Blutbinder. Dieses Individuum ist für mehr Opfer für Ketun verantwortlich als jeder andere Kultist in der Gegend. Bei Kaimans Willen, bring ihn im Bloodgrove im Norden zur Strecke und lass ihn im Pyrians Rache spielen. Ich werde ihn töten. Ja. Auf geht's. Ja. Damit hätten wir das hinter uns. Skill. Ich bin ein bisschen hin und hergerissen, ob ich jetzt wirklich einfach direkt schon auf Nekromant skillen soll. Ich bleibe erstmal noch ein bisschen bei Soldat und pack alles rein, was so an Fähigkeiten hier wirklich hilfreich ist. Jetzt geht's auch nach Norden. Ach, hier geht's nicht lang. Das ist der einzige Weg, den wir hier haben. Der ganze Rest, den man hier auf der Karte sieht, das hier ist halt alles von den Todeswache-Leute. Hier steht eben so ein Renal Ubarach. Das ist eine von der Schwarzen Legion. Du solltest lieber Umkehr reisen. Im Bloodgrove wirbelt es von Ketons Kult und Schlimmeren. Ich habe gesehen, wie sich vor unseren Augen ein Rift öffnete und mehrere Männer einsaugte. Es verschwand genauso schnell wieder. Wenn du merkst, dass die Luft von seltsamer Energie kribbelt, geh sofort weg. Was ist mit den anderen Spähern? Verloren, vom Kult entführt. Die Glücklichen starben im Kampf. Der Rest? Was gibt's sonst noch da draußen? Die Schwarzmähnen-Manticoren laufen frei herum. Jetzt, wo niemand mehr da ist, der sie von den Straßen fernhält. Danach gibt es noch den Orden der Todeswache und Kaimans Auserwählte. Seit Wochen gehen diese zwei fanatischen Gruppen sich gegenseitig an die Kehle. Ich hoffe, du hattest nicht vor, nach Norden zu Fort Icon zu gehen. Die Blutgeschworenen haben Dark Vale völlig überrannt. Und was befindet sich jenseits des Rifts, wovon er gerade erzählt hat? Die Rifts scheinen sehr instabil zu sein. Die einzigen Späher, die hindurchgingen, taten das nicht freiwillig und wir haben sie nie wieder gesehen. Okay. Hört sich gefährlich an. Wo er gerade vom Manticorn redet, fällt mir auch ein. Wir haben ja auch noch ein ganzes Gebiet hier unten. Ich könnte mich jetzt natürlich hier schön mit den ganzen Ketons Kult und so anlegen, aber diesen ganzen hier Kiefernwildnis, Shaded Basin, Tyrant's Hold Spaß haben wir bisher nicht gemacht. Das würde ich eigentlich schon gerne auch noch machen und das gehe ich einfach jetzt mal an, weil ich habe das Gefühl, das später zu machen, wird ein ganz seltsamer Bruch quasi im Pacing. Dann plötzlich zu sagen, ah ja, hier, wir sind gerade balls deep darin, gegen uns Leute zu kämpfen. Lass mal kurz irgendwo in die Wildnis gehen und Manticore verprügeln. Spoiler Alert, dort gibt es Manticore. Nicht, dass es so relevant wäre, aber da war ja hier eine Sprengstelle. Da gehe ich jetzt auch hin. Die Sprengstelle braucht, glaube ich, drei Dynamit. Auch so ein Ding von, das hat man hier normalerweise, wenn man sie das erste Mal findet, nicht direkt einfach mal so. So viel Dynamit hat man hier normal noch nicht. Aber ab Homestead kann man Dynamit ja bauen und dann hat man es potenziell dann doch ganz schnell. Zumindest wenn man merkt, dass man das kann. Ich zum Beispiel habe es sehr lang einfach gar nicht gemerkt. Naja. Aber da unten ist halt auch ein ganz nettes Gebiet. Einfach sehr viel noch Wildnis und so. Sehr viel Fische, Bestien. Die sehr gut Ruf bei Homestead gibt. Homestead zum Beispiel will ja, dass man Bestien tötet. Genau, steht da oben ja direkt auch schon. Farmstead-Befreier. Ah, das ist eine Sense. Geil. Naja, können wir auch nicht ändern. Ja, natürlich, bei dem, wenn man einen Todesritter spielt, ist natürlich naheliegend, dann eine Sense zu benutzen. So, drei Stück Dynamit. Dafür werden hier diese Felsen gesprengt. Auf geht's in die Kiefernwildnis. Finde ich schön, es ist ein sehr viel einladenderes Gebiet, finde ich. Sieht einfach schöner aus hier, so. Das ganze schöne Natur. Ach, wie so ein Wildnis, Wildpark oder sowas.
Wenn wir die Tiere sehen. Freilaufende Trolle, Robles. Die Regeln missachten, dass man sie nicht füttern darf. Lauter solche Späße. Ist tatsächlich auch eine Sache, die kann sich dann auch sogar lohnen, das zu machen, bevor man überhaupt nach Homestead hochgeht, weil man hier dann schon mal ein paar Sachen so lernen kann. Andererseits will man ja Huf bei Homestead farmen und wenn man quasi erst das hier macht und Homestead noch nicht besucht hat und dann hier ganz, ganz viele Wildtiere tötet, dann war das alles mehr oder weniger umsonst. So, wir haben hier gefährliche Wege. Hier ist auch so ein richtig schön kaputtes Lager, wo alles völlig kaputt, ja, im Arsch ist. Diese Narren. Verflucht seien die kaiserlichen Soldaten für die Aufgabe ihres Posts bei Tyrant's Hold. Welch Teufelei hat sie dazu getrieben, so etwas zu tun? Wollen sie etwa zusehen, wie Reisende getötet und von Barbaren und wilden Tieren aufgefressen werden? Ich zahle dem Kaiserreich hohe Steuern, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten. Wenn sie ihren Teil nicht beisteuern, werde ich meinen einfach auch nicht dazu tun. Wenn ich zur Kaufmannsgilde zurückkehre, werde ich eine formale Beschwerde gegen Kaiserreich und die Armee einreichen. Wenn ich genug Unterstützer aufbringen kann, dann können wir die großen Städte boykottieren und großen Druck auf die Diplomaten von Erulan ausüben. Vielleicht können wir sie sogar dazu bringen, der Gilde eine Entschädigung zu zahlen. Sie mögen Mitglieder des Königshauses sein, aber sogar sie werden sich der Macht des Geldes beugen müssen. Königshauses? Ich dachte, wegen Kaiserreich. Es würde mich wahrlich sehr zufriedenstellen, zu sehen, wie das allmächtige Kaiserreich für eine Umkehr zu alten Zuständen vor der Gilde buckelt. Und hier weitere wunderbare Nachrichten. Ein Reisender auf dem Weg nach Norden wurde von Banditen aus südlicher Richtung ausgeraubt. Das Schlimme daran ist, dass viele dieser Kriminelle mit soldatischer Uniform bekleidet waren. Ist es möglich, dass das Regiment von Tyrant's Hold abtrünnig geworden ist? Ich denke, es ist allerhöchste Zeit, dieses schwächliche Herrschaftssystem loszuwerden. Es ist Hochverrat, solche Gedanken auch nur zu denken, nicht minder sie niederzuschreiben. Aber wenn wir das überleben, dann wird es allerhöchste Zeit für dramatische Veränderungen. Pavel Latnam. Ich schätze, Pavel Latnam ist einer von den Toten hier. Ja, die hat's erwischt. Die Wildtiere, vor denen sie nicht mehr geschützt wurden, haben sie auseinandergerissen. Wildtiere in dem Sinne Rolle und Grobbles, aber ja, die zählen ja auch als Bestien hier im weitesten Sinne. Hier drüben sieht man auch, ist eine Festung. Das ist diese Tyrant's Hold, die hier zu sehen ist. Aber da kommen wir nicht rein, da ist der Weg kaputt. Wie immer. Und wie immer folgt jede Hauptstraße. Dadurch, dass die Straße dann wirklich aber an diesem Tyrant's Hold direkt vorbeiführt, sollte man meinen, wenn die Soldaten ihre Arbeit machen, dann sollte die Straße auch sicher sein. Das ergibt für mich Sinn. Na, hier ist schon wieder die Straße kaputt. Scheint ja nicht ganz so geklappt zu haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Oder eher, vielleicht hat dieser, ich hab vergessen, wie heißt Pavel oder so, recht gehabt. Und die sind irgendwie abtrünnig geworden. So. Und hier haben wir einen riesigen Salzkreis um ein Lager. Von Todeszeichen. Das ist Schwarze Legion. Da kann man die Schwarze Legion quasi treffen, bevor man überhaupt in Homestead mit denen geredet hat. Das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, wir hatten vorher schon Schwarze Legion Leute kennengelernt, aber ja. Du musst ein zäher Slith sein, wenn du es alleine hier rausschaffst. Todeszeichen Cadres von der Schwarzen Legion. Was führt dich hierher, Bürgerin? Ich erkunde die Gegend. Ich verstehe. Nun, ich kann dich nicht davon abhalten, dort hinauszugehen. Aber ich muss dich warnen, dass mit der Wildnis hier draußen nicht zu spaßen ist. Die raue Wüste im Westen ist voller Manticoren. Aber wenn du dumm genug bist, dich dorthin zu wagen, wärst du vielleicht bereit, dir mir etwas zu bringen? Klar, was benötigt ihr? Die Wüstenjäger-Manticoren besitzen ein starkes Gift in ihren scharfen Schwänzen. Es ist ziemlich ätzend, kann sich durch fast alles hindurchbrennen. Ich hoffe, dass die Legion es im Kampf gegen die Ketonia einsetzen kann. Wir haben es mit einer großen Gruppe von Kultisten in der Nähe von Homestead zu tun. Wir müssen das Blatt wenden, und zwar schnell, sonst gibt es bald kein Zuhause mehr zu verteidigen.
Das ist nett, wenn man mit denen redet, bevor man Homestead ist, erfährt man schon, dass Kretonier so ein großes Thema sind. Wenn du mir eine Giftdrüse eines Wüstenjägers bringst, gebe ich dir gerne eine Klinge, die speziell mit ihrem Gift beschichtet ist. Sollte im Kampf großen Schaden anrichten. Was sagst du dazu? Ja klar, mache ich natürlich. So, Todeszeichen Walla. Keinen Schritt weiter. Du hast ein Lager der Schwarzen Legion betreten. Sag, was du hier willst. Ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen. Nun. Meine Männer sind überfordert und die Bestien sind zahlreich. Du würdest uns allen einen Gefallen tun, wenn du so ziemlich alles tötest, was in der Wildnis herumschreift. Okay, alles klar. Aber wenn du dein Leben riskieren willst, habe ich ein paar Ziele im Sinn, vor deren Beseitigung ich dich gerne bezahlen würde. Ja, für. Im Westen befindet sich ein Gebiet, das als die Raue Wüste bekannt ist. Dort findest du ein Manticorn-Rudel. Seine Matriarchin Mogara ist eine blutrünstige Bestie mit einer Vorliebe für Menschenfleisch. Töte sie und ich gebe dir einen schönen Anteil an Eisenstücken. Ja, werde ich machen. Ich kann auch noch mal ein bisschen reden, so. Ah, doch nicht. Ich dachte, die würde mir jetzt noch diese Fragen beantworten, so. Was treibt ihr hier draußen? Aber ich kann nur fragen, was soll ich suchen? Reisende, nimm deine Waffen runter, dann gibt es keinen Ärger. Wer hat hier das Sagen? Sprich mit Walla. Okay. Tja, und jetzt geht's los mit in die Wildnis und Manticore Grobbles Trolle jagen. Oh, doch nicht. Hier oben lang. Das ist ein relativ großer Teil, wo ich jetzt sehr lange einfach kein weiteres Riftgate haben werde. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, gehe ich einfach mal Kram verkaufen und dann war es das für heute. Ich werde nächstes Mal eh wieder in Homestead einloggen. Das heißt, ich kann wohl auch einfach zurückgehen. Es merkt sich eh nicht, wo ich bin. So, hau bei den Kram hier raus. Dann sage ich mal, bis nächste Woche. Schönen Rest Donnerstag, schönes Wochenende, bleibt gesund und so weiter. Ja, später seht natürlich schöne andere Wochentage aus. ja. Und tschüss.